Ich höre schon. Beziehungsweise ich, ich sehe es. es. Und dann bin ich doppelt, doppelt okay. draufgeschissen halt da. Heute ohne Soundboard. Ich kriege hier noch einen Anfall. Schlomo, einmal kurz Hallo sagen. Ja, hallo. Äh, ich freue mich. Super, du kommst auf jeden Fall an. So, ja, ich fange mal ganz kurz an. Lieber Schlomo, warum bist du hier? Ich habe mich heute vorbereitet, vor allem auf Rittenhouse, den ich nachher dann auf YouTube durchgehen muss mit euch. Da müssen wir alle einmal umziehen weil ich euch gerne die Originalvideos zeigen möchte. Die sind auf YouTube zu finden ohne Probleme. Also die sind nicht mal ab 18. Da gibt es von der Washington Post was und von der New York Times und von allen möglichen Quellen. Da musst du nicht mal dein Alter bestätigen. Von da ist das auf YouTube ganz offensichtlich kein Problem. Auf Twitch bin ich mir da nicht so sicher. Jedenfalls habe ich die ganze Scheiße vorbereitet. Und vorhin kam mir dann irgendwann der Gedanke, ich muss mal irgendwas am Intro machen. Ich habe dann, kannst du mich überziehen? Um du kannst mich gar ja nicht sehen, die Schlomo. Ich gebe dir mal ein Bild. Mhm. Ja, ist Wunderbar. Und dann habe ich hier vorhin dieses Intro noch auf die Schnelle mit After Effects gemacht, mit einem, wo muss ich jetzt hin? Hier muss ich hin, mit einem Template allerdings. Und das sieht so aus. Das fand ich jetzt nicht ganz cool. Ich hatte überlegt, da gab es halt so drei Platzhalter. In der Mitte klar. Ganz unten irgendwie Stream Starting Soon oder sowas ähnliches. Da dachte ich mir ja, gut, gleich geht's los. Da hatte ich noch so einen Platzhalter und da wusste ich, was ich hinschreiben soll. Da habe ich dann klimagerechter Hass draus gemacht, was ich an sich eine übelst nice Idee fand. Das Problem ist, das ist kein Loop. Dieses blöde Video geht genau 16 Sekunden und dann geht es von vorne los. Und das Problem ist aber, dass mit der Beleuchtung sich mit dem was ändert. Das heißt, du merkst da halt einen harten Cut. Und ich konnte das nicht ändern. Äh, dann dachte ich, gut, das war's, ich jetzt. Dann, ähm, hm, ein anderes Lied. Was könnte man denn nehmen? Und von dem Typen, von dem ich das Intro immer habe, der Marke Rubier, von die gibt es auch so ein schönes ähm, Lied zur Impfung, wo er ganz stolz darüber singt, dass er jetzt die Impfung bekommen hat und endlich wieder ähm, Tussi's treffen kann und so. Da dachte ich mir so, nee, na, irgendwie ja, bisschen witzig, aber auch bisschen blöde. Und da muss ich halt an Enya denken. Und dann habe ich mir das Lied nochmal reingezogen, weil du findest halt nur das Original, also dieser obsidia remix Und da ist mein Herz aufgegangen. Ne? Und dann wurde ich schon homosexuell und dachte mir. Hey Mann, ich frage den Strom einfach, ob er, ob er heute mitmacht. Es wäre halt schön. Das, das ist richtig so. Nostalgie, das sieht, ne? Habe ich auch seit Jahren nicht mehr gehört. Jetzt, wo er ja auch nicht mehr auf YouTube ist und auch nicht mehr irgendwie wirklich auf Bitshoot. Ich habe so, einen Trailer? Macht dennoch auf -Shoot. der noch auf Bitshoot? Der ist. Ups. Naja, ihr ja, habt gerade ganz kurz rausgeworfen, weil ich dich da mal einen ganz kleinen Ticken leiser machen will. Aber du bist wieder da. Alles klar. Ja, wie gesagt, seit Jahren nicht mehr gehört den Song, weil er ja nur noch, ich glaube, Censored.tv. Oder, oder genau. gibt es das noch? Ja, ja, soweit ich weiß, gibt es das noch. da ah, ja, wir mhm. da. Ja, ja, und da muss man halt zahlen, ne? Und äh, ja. während man selber immer verlangt, ja, scheiß Zuschauer, jetzt zahlt mal für irgendwas, äh, ist man sich dann selber zu fein natürlich. Deswegen habe ich den seit Jahren nicht mehr gehört. Ja, ich habe immer das Problem, dass wenn ich da jetzt ein Video von ihm sehen könnte äh, für einen Fünfer und das Video interessiert mich, dann würde ich das sofort machen. Ich habe ja auch schon für, für Dokus gespendet, hier zuletzt für äh, Dekadenz von. Äh, wie heißt er? Dieser Typ aus dem Libanon? Äh, Imad Karim. Ja, genau, Dankeschön. schön. Danke schön. Ne, und der hat ja da auch am Ende irgendwie einen drauf oder einen Link oder sowas. Und da war ich mit dem Video durch, war also halt ja, ja, Mann, sehr cool, Alter. Dann habe ich dir ein paar Euro rübergeschickt. Äh, das Problem ist halt bei sowas wie äh, Sensor TV. Ähm, ich habe die Befürchtung, dass das dann bei mir die Karteileiche wird. Ne, ich schließe dann Abo ab und dann irgendwie komme ich dann doch nicht dazu, weil ich andere Sachen gucke und äh, ja, da macht man es am Ende nicht. Was, was doof ist. Ja, außerdem ist man auch nicht mehr so, auf jeden Fall ich, nicht mehr so drin in diesem ganzen englischsprachigen, keine Ahnung, Ex-Skeptiker-Ding. Also ich wüsste nicht, wen ich da noch gucken würde, außer AIU. Ich weiß gar nicht, wer da drauf ist. Natürlich Gavin McInnes, in dem gehört das hier, aber ja. ansonsten keine Ahnung. Wenn du so ein Abo hast, dann ist es einem gruselig. Ja. Ja. Naja, jedenfalls. Jetzt habe ich euch die ganze Zeit hier die Sicht genommen. So, einmal freie Sicht für euch alle. Äh, genau. Dann einmal kurz zum Programm. Ähm, vielleicht, ich, ich starte einfach mal ganz kurz. Aber du kannst alles sehen. Nee, du kannst nichts sehen. Ich habe dir immer noch kein Bild gegenbesetzt. Ich habe es getan, habe es hier weggenommen. Jetzt gebe ich es dir nochmal. Einmal live gehen. So, jetzt müsstest du alles sehen können. Ne? Kommen wir immer so zum ersten Tagesordnungspunkt. Und das ist dieser hier. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Schlomo. Da schreibt der Dekaldent auf Twitter heute vor vier Tagen. POV, Doppelpunkt, sprich über Politik auf Twitch. NetzDG ist super und ich bin froh, dass Deutsche nun diese Möglichkeit haben. Twitch.de muss allerdings dringend etwas an der Umsetzung ändern. Und dann sind da Screenshots, offensichtlich zu seinen Videos, ja, ganz offensichtlich sogar, wonach diese wegen Hate Speech zum Beispiel, oder nee, in dem Fall ist es volksverhetzung gemeldet wurden, ähm, per NetzDG. Damit waren die Streams dann down. Und darüber beschwert sich dann allen Ernstes ein Dekadent, der nicht nachgewiesenermaßen, aber also höchstwahrscheinlich genau auf diese Art und Weise für die Sperrung von, ich glaube, vier meiner Streams verantwortlich ist. Das beachte ich, oder? Und mit dieser Erwähnung wahrscheinlich jetzt auch von diesem. Ja, wenn er es dann mitbekommt. ja mitbekommt. Die Mods bekommen das ja mittlerweile mit. Die sehen, sobald sich der Karl bei mir in den, in den Chat einwählt. Sehen die das und dann kannst du davon ausgehen, dass, so wie es immer war, vier, fünf Minuten später oder was ist dann halt dieser Stream down. Also der Stream ist da, aber das Video on Demand ist dann halt weg. Oder äh, die machen so einen CSI-Scheiß, wie einmal, als das irgendwie sich spiegelte, dein Stream im Hintergrund ja Mann. Bild. Das war, das <laughs> das war <laughs> geil, oder? Ja, Mann. Ja, da hatte einer der Mods mir gesagt, hier bei Minute, keine Ahnung, 30, da ist doch, das ist doch dein Stream da im Hintergrund, der sich spiegelt, oder? Das ja alles, da gucke ich mir mal an. Und dann ja, er, er war es tatsächlich. Ähm, ganz kleinen Moment, Schlomo. Ganz klein Moment. Alle Zuschauer, ich werde mal kurz ein bisschen für gute Laune sorgen. Ich hoffe, das geht. Das ist irgendwie so eine Regel auf Twitch, ne? Alle müssen immer irgendeine Musik im Hintergrund haben. Also auf YouTube fällt das quasi nie einem ein, aber auf Twitch machen das alle. Äh, ja, ja, wahrscheinlich, ja. Also, ich finde es halt ultra nice, auch für mich selbst. Ich erschaffe mir selbst hier eine ganz andere Atmosphäre, wenn dabei ein bisschen Gedudel läuft. Gut, mhm. dann haben wir damit einmal den Dekaldent. Ja, ja, ich sehe schon, Musik ein bisschen zu laut. Es wird sich ein Kommentar geben, <laughs> dass ich Musik sehen kann. Steht, glaube ich, unter jedem Upload, wo ich darauf hinweise. Meine Lautstärke ist eine andere als eure und von daher muss ich mir hier angucken, wie die Ausschläge sind von der Musik. Und daran erkenne ich dann, ob das für euch wahrscheinlich zu laut ist oder nicht. Äh, nächster Punkt wäre lieber Schlummer. Was haben wir da? Ja, das nächste wäre schon Gar Lars Gulenia. Ich würde äh, da das letzte Video von ihm gucken, das ist schon ein paar Tage her. Ich habe das mhm. gesehen vor, ich glaube, als es rauskam vor zwei Wochen oder so. Da muss ich immer wieder dran denken. Der hat seitdem nichts gemacht. Also, ich bin heute nur auf dem Kanal gewesen von Holger und konnte da nichts Neues sehen von, von dem guten Lars. Das, also, das Video ist unterirdisch, Alter. Absolut unterirdisch. Und das würde ich mir jetzt erst mit dir angucken. Bevor wir dann kommen zu. Noch ein paar Kleinigkeiten und dann Kyle Rittenhouse. Und da, hier nochmal der Hinweis, müssen wir alle umziehen zu YouTube, weil ich euch die Originalvideos zeigen will. Ne, weil sonst kann ich euch alles Mögliche erzählen. Ähm, und das kann ich bei YouTube auf jeden Fall, weil da sind die nicht mal ab 18. Und bei Twitch bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich würde kurz noch abhaken, was reingekommen ist, bevor wir. Loslegen, wenn das okay ist, Schlomo. Mhm, klar. Haben wir Zentralrat der Kufa für vierter Monat in Folge. Vielen Dank. Und der schreibt, gute wie, habt ihr alle eure Beistriche unterkommen? <laughs> das ist mittlerweile ein Insider. Er hatte mir euch geschrieben, ich habe dann irgendwas geantwortet mit Euda und er fragt mich, ob ich aus Österreich komme oder ob ich es einfach nur fühle. Ich sage, nee, ich find's übelst witzig. Und ich hab oder hatte mal einen Kollegen, der war Österreicher. Äh, Schlomo, weißt du, wie die Österreicher einen... Ein Komma nennen. ein also, Beistrich? Also, aber wo, woher weißt du das? <laughs> Von deiner Äußerung äh. eben? Äh. Achso, ah, scheiße, ja, alles klar. Ich, ich, ich habe gesagt, hä? Hä? Ja, okay, weil ich den so vorgelesen habe. Scheiße. Ja, die haben dafür ich ein eigenes das Wort. Wort und es ist Beistrich. Wahnsinn, oder? Ist Schlummer, deine, deine, blöde, Lautstärke, ne? deine, deine Lautstärke schwankt ganz, ganz schlimm. Aha. Äh, ist jetzt zu laut oder zu leise? Also nee, ich kann nicht also was machen, jetzt schon. ist es sehr angenehm, aber ab und zu kommst du in den roten Bereich und dann tut es auch im Ohr ein bisschen weh. Ich glaube, das liegt daran, dass ich keinen Kompressor habe und äh, du halt schon. Ja, das kann sein. Aber du schwankst halt recht, recht dick. Aber egal, alles klar. Ähm, du wolltest irgendwas anderes noch. irgendwann Funfact in der also, Raum ja, äh, da, Kennst du das Wort Leihwand? Ja, klar. Selber mal Leihwand. Na klar. Ja, Habe hab ich auch noch nie gehört. Ist ja auch eher aus dem Österreichisch. Ja, Stadt, ja, ne? Also, ich, ich kenne es aus Österreich, ja. Sei mal genau. Leihwand. Ja, und ich dachte früher, das heißt Leinwand. Bis ich dann von einem Österreicher korrigiert wurde. Ich musste nachfragen, ich wurde halt mal gefragt, ob ich irgendwas Leihwand finde. Ich musste dann nachfragen, was das überhaupt bedeutet. <laughs> ja? Ich hätte mir alles vorstellen können. Also, es, es könnte auch zum Kotzen bedeuten oder irgendwas. Ne? Ja, ja. Was ist mit, ähm, Erdapfelgänse wahrscheinlich, ist jetzt auch kein, ja, ja, kein Wunder, was mit... Das dachten auch in Bayern. Tomate? <laughs> äh, Tomate kenne ich. Nee, auf Österreichisch? Nee, keine Ahnung. Paradeiser, Alter. Paradeiser. Und das ist meine Ernst, also, auch bei denen im Supermarkt steht Paradeiser. <laughs> das ist doch ein Schmarrn, diese Sprache. Ja, Parade Sorry. warum Paradeis? Also, Erdapfel ist <laughs> witzig, aber macht ja gewissermaßen noch Sinn. Aber Paradeiser, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber es gibt schlimmere Völker. Die Franzosen zum Beispiel. Ich habe äh, in Frankreich studiert und bevor ich das studiert habe, auch noch ein Praktikum auf dem Campingplatz gemacht. Und da musste ich äh, unter anderem die Webseite immer bearbeiten. Da habe ich dann eine französische Tastatur kennengelernt. Schlummer. Und das ist mein Ernst. Also die haben diese Acerti. Tastatur. Ne, bei denen geht es oben nichts los mit A, nicht mit Q. Wir haben ja Querz und die haben Acerti und das I ist ein Y, also Azerty quasi. Und jetzt halte ich fest. Bei denen ist standardmäßig, also wenn du nicht Shift drückst, wenn du das nicht drückst und drückst auf eine der Zahlen oben, dann ist das ein Sonderzeichen. Du musst Shift drücken, damit aus diesem Sonderzeichen eine Zahl wird. Haben die viel mehr Sonderzeichen in ihrer Sprache? Nein. Nein, die haben, die haben dieses Semik äh, Semikolon, nicht die haben das äh, Axon, was aber auf einer anderen Taste ist. Ja, das ist ja ganz oben rechts, die nehmen SZ, nehmen dem Fragezeichen. Bei mir, bei dir wahrscheinlich mhm. auch. Äh, das haben die und ansonsten haben die hier oben. Also, meine, da sind ja Sachen wie ein Dollarzeichen, Paragraph. Ja, so eine Sachen sind ja da drauf. Aber es sind da besser, Schlummer. Unten rechts hast du noch einen Komma und einen Punkt. Mhm. Den haben diese Idioten da auch. Aber nur wenn du fucking Shift drückst, Alter. Standardmäßig. Standardmäßig ist das Semikolon und Doppelpunkt bei denen. Das macht keinen ja. Sinn. Wie brauchst du ein Semikolon? Statt eines Kommas. Nie. Ist bei denen standardmäßig auf der Tastatur ein Semikolon. Ein Aber die, die, die Buchstaben, die sind klein normal, ohne Shift. Ja, genau. Ah. Die Buchstaben kommen Sieh. bei denen raus wie bei uns. Nur dass die, dass die Reihen da ein bisschen vertauscht sind. Ich habe mal erzählen lassen von einem, der hat zu diesem Zeitpunkt, das ist Jahre her, hat der an seiner Doktorarbeit geschrieben. Und der hat zu Effizienz geforscht. Und der hat mir erzählt, also dadurch, dass der wirklich in diesem Moment, als ich damals mit ihm gesprochen habe, dabei war, seine Doktorarbeit zu schreiben, glaube ich nicht, dass der mir Quatsch erzählt hat. Von daher nehme ich es einfach mal an, das stimmt so. Äh, weißt du, wieso wir, oder, also vor allem die Amis, die, ich glaube, es waren die Amis, wir haben quer zu, was haben die Amis nochmal? Die haben auch was mit, K K fängt das mit Kuren? Ach keine Ahnung. Jedenfalls die Anordnung der Buchstaben, ja, die geht sowohl für unsere Tastatur als auch für die Ami-Tastatur darauf zurück, dass der Entwickler, der ich weiß nicht, damals ersten oder der besten Schreibmaschine, ich bin mir nicht sicher, sich dachte, das ist ein lustiger Witz, wenn du in der ersten Zeile, das Ding hieß damals Typewriter One. Das Wort Typewriter tippen kannst, ohne in der Zeile zu springen. <laughs> Und du ich hätte kannst, gedacht, die haben irgendwie Forschung betrieben im Sinne von, oh, wie kann man am besten die Worte am schnellsten irgendwie tippen? Wie gefällt es dem Gehirn am besten so? Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Und das ist ja total ineffizient. Hier schreibt es gerade eine, genau, Querti. Querti, also Querti, das I soll wieder ein Y sein, das ist die amerikanische Tastatur. Und dann kannst du Typewriter, da ist ja das Y, dann anstelle des Sets. Kannst du Typewriter in der allerersten Zeile schreiben? Und das war damals ein Gag. Und es gibt ja mittlerweile neue Tastaturen, die sehr viel effizienter sind. Äh, aber da ist halt niemand drauf gesprungen. Das ist jetzt der Standard und damit war es das. Ja, ich nehme an, das wird sich nie wieder ändern. Wir müssen jetzt mit diesen Tastaturen leben. Ein Grund ist übrigens auch noch der, dass da mussten äh, Buchstaben, die häufig vorkommen, weit voneinander entfernt auf dieser Tastatur sein, weil sich ja sonst diese hast du auf einer Schreibmaschine geschrieben? Ja. Mhm. Da kommen wir also, ich meine, jetzt wirklich auf so einem Oldschool-Teil, so einen analogen Ding, ne, wo diese, wo yeah. diese mhm. Schlagdinger da rauskommen, ne, weil die verhaken sich auch öfter mal. Und mhm. ähm, je schneller du tippst und äh, je näher diese, ich nehme an, die heißen Hammer, diese Teile, je näher die aneinander sind, desto wahrscheinlicher verhaken die sich. So, und darum mussten Buchstaben, die häufig benutzt werden, halt möglichst weit voneinander entfernt sein, damit halt die eine. Der eine Hammer von ganz rechts kommt, der andere von ganz links, weil dann verhaken mhm. die. Es ist völlig bekloppt, aber Probleme, die wir heute nicht mehr haben. Und trotzdem hat sich die, das Tastaturdesign, das Layout nicht mehr geändert. Äh, häufig Am häufigsten benutzter Buchstabe in der deutschen Sprache, ich glaube sogar auch im Englischen. E. Ja, Volltreffer. Genau. Gut, jetzt haben wir genug blödes Zeug gequatscht. Ich mach mal ganz zu hier, was wir haben. Jeff the Stripper, zweiter Monat. Er schreibt Moin, vielen, vielen Dank. Die ebenfalls Moin. Bommel, 159, dritter Monat in Folge, vielen Dank. Feiner Bube, dritter Monat in Folge, vielen Dank. Er schreibt, Schlomo auf Twitter kursiert ein altes Albumcover von dir. Soll ich das weiterlesen? Äh, Also, ich werde mich dazu nicht groß äußern, ne? Wie gesagt, hm. mein Ding mit allem Alten, was von mir irgendwie in den Umkreis kommt, ist halt. Ich könnte genauso gut einfach sagen: Ja, äh, das und das äh, ist mein Name, da und da, keine Ahnung, komme ich her oder so. Ich verknüpfe das halt nicht selber, damit ich den Leuten weiterhin da, daraus einen Strick drehen kann, dass die Intention eine, naja, Doxing-mäßige ist. Das könnte ich nicht mehr machen, wenn ich jetzt sage: Hey, guckt mal hier, äh, das war ich früher, so sehe ich aus, so ist mein Name und deswegen lasse ich es lieber so. Mhm. Mhm. Also, er schreibt: Das ist hier alles ähm, Mutmaßung. Darauf sitzt du auf einer Wiese und hast was Schickes an. Würdest du ein paar Worte zu deinem damaligen Ich und dessen Ansichten äußern? No hate, aber ich war wirklich überrascht. Kann ich mich dazu äußern, ohne dass ich quasi das selber mit mir verknüpfe, ist die Frage, ne? Also, ich würde es an der Stelle wahrscheinlich einfach verlassen. Ja, lassen wir Wir können ja ähm, mal einen Stream machen, äh, wo wir einfach über früher reden. Was auch immer das früher ist. Was man da so gemacht hat und so. Aber das würde ich dann wahrscheinlich besser unkommentiert lassen, ja. Okay? Mhm. Alles klar, dann haben wir Bambuleobob für 400 Bits. Vielen Dank. Ich wollte mir das eigentlich für Sonntag aufheben, aber egal. Wir sollten in unserer Bubble auch in der Kunst aktiver werden. Inspiriert von feministischer Kunst, wie der Periodenblutbadewanne, präsentiere ich euch mein Kunstprojekt. Ein schwarzer, Sack, <laughs> ein schwarzer Sack voll Scheiße. So ungefähr 200 Kilogramm. Geiler Protest, oder? Ja, Wahnsinn. Also, ich würde es kaufen. Da musst du eine Weile sammeln. Ne, einmal auf Klo gehen ist was? Also wahrscheinlich mal ein halbes Kilo. Das sind ein paar Toiletten. <laughs> das ist halt aber so muss halt Kunst sein. Ne, sonst ist es keine Kunst. Nian Gesicht, zweiter Monat in Folge. Vielen Dank. Weiter mit der besten Hetze. Jawohl, das wird geschehen. Zentralrad der Kufa. Ne, den hatten wir schon. Flo 0410, vielen Dank für den Sub. Cyber Fanatic. in Folge, vielen Dank. Liebe geht raus an, und raus an Schlomo, Kasper und Jules auf dem Handy. Jules ist dieses ähm, Spiel, wo der, wie heißt er, aus äh, Thüringen, Bodo Ramelow äh, in einer Plenarsitzung irgendwie zwölf Levels schafft oder so? Erinnerst du dich daran? Ja, ich erinnere mich, da hat er ja auch irgendwie Sachen in den Chat geschrieben oder so, ne? Mhm, mhm. Die dann auftauchten. Das machen das die Leute. Ich komplett verblasst. Ich weiß nicht mehr, was der geschrieben hat. Also, ob das dann irgendwie rassistisch war oder sexistisch oder was das war. Achso, von irgendeinem Chat. Dann weiß ich davon tatsächlich nichts. Ich weiß nur, dass irgendwann mal geleakt wurde, eine Nachricht von ihm. Ich weiß nicht, ob das auf Twitter war oder im Privaten, keine Ahnung. Da ging es dann um, ich glaube, da ging es um Jules und sein Kommentar war halt, ja, dass er halt pro. Plenarsitzung oder so halt zwölf Level schafft. Also, dann, wenn er eigentlich arbeiten sollte für sein Geld, was er ja letztendlich von mir erhält, ne? ähm, zockt der Jules. Aber, naja, jeder so, wie er lustig ist, ne? Oh Gott, Do Septic, doc Eptic, Keine Ahnung. 99, vielen Dank für den Sub. Zipfelklatscher Nummer 1, vielen Dank für den Sub. 480 Burns hat gerade dem Hexenschuss einen Sub geschenkt und selber ebenfalls gesubbt. Vielen Dank. Dann haben wir It. Blub. It. Blub. Wir hatten hier mal in Berlin ein Schwimmbad, das hieß BLUB. Hattest du mal so ein Erlebnisbad, da wo du herkommst in deinen jungen Jahren? Also, ich rede jetzt hier nicht so eins mit einer Rutsche, das haben sie alle. Sondern so ein Ding, wo du auf so einem großen aufgeblasenen Reifen, den du gestellt bekommst, dann da runterrutschst oder so? Ich war einmal in so einem Ding, da hatten die so ein Wellenbad. Also, wo quasi so eine Strömung gab und Wellen und sowas. Das war aber irgendwie im Urlaub oder so. Also, das Einzige, was es in den Schwimmbädern gab, die wirklich bei mir in der Nähe waren, war so eine Rutsche, die richtig, richtig steil nach unten ging. Die nice. sogar wirklich, ja, relativ einschüchternd war, bevor man sie ein paar Mal benutzt hatte. Ja, und halt so Bretter, von denen man runterspringen konnte. Aber, nee, dergleichen nicht. Ja, das war für mich als Kind das Allergrößte. Also, so Erlebnisbäder und wie gesagt, also das, was sie hatten, war echt geil. Hier schreibt schon gerade einer, das ist wegen Rattenbefall geschlossen worden. Ja, genau. Also, ich glaube, das ist erst ein Sanierungsfall geworden. Dann hat man gesagt, alles klar, wir sanieren. Dann kamen die Ratten dazu und dann hat man es nicht auf die Reihe bekommen, die Ratten loszuwerden. Also, wie sowas möglich ist, keine Ahnung, Sturm, aber das ist halt Berlin. Ne? Das Venezuela Deutschlands, wie es neulich, ich glaube, eine Autorin der Welt bezeichnet hat. Fand ich sehr schön. Gupi, dritter Monat. Wup, wup. Vielen Dank. veneri 12 Schreibt, quietsch dein Mikrofonständer immer noch. Chi, chi. Ja, ich zeig's euch mal. Na, ah, ich glaube, das Mikro filtert das meiste raus. Aber er quietscht da ein bisschen. veneri 12 nochmal. Hallo, Echo, Echo. <laughs> Alter, das hat sich schon angehört. Stumm, das war so nervig. Ey. Und ich dachte was ist denn hier los, Mann? Und ich mach das Lied dann und denke mir, hä? Hat das ein Echo? Aber das Lied war halt so. Das hat irgendwie gepasst. Ja? Mm -hmm. Und dann merke ich, warte mal, irgendwas passt da nicht? Und dann ging's los. Das sind ja auch viele Stimmen aufeinander in dem Lied, ne? Also klar, ist ja so eine Art Kanon. Kanon ja nicht wirklich, weil nee, Kanon warte mal. Wir irgendwie später anfangen. Aber... Warte mal, nee, ich glaube, wir reden jetzt von einem anderen Lied. Also ich meine hier von Enya. Ja, ja, klar, das sind doch mehrere Stimmen aufeinander. Ach so. so ähm, Stimme, also mit Stimme meinst du jetzt nicht Vocals, oder? Doch, doch. Nee, das nee, nee, also, sorry, ich, ich hatte den Remix. Der ist ohne alles, der ist nur mit. Äh, ach so, ja gut, du hast recht. Ha, Ist natürlich ein Vokal, ja, du hast recht. Ja. Äh, kurze Hintergrundgeschichte zu dem Lied. Kennst du die? Wo das Lied herkommt, nee, nee, wo es hingegangen ist. es also ist tatsächlich äh, erfunden worden von Enya. Das ist, eine, ich glaube, schottische Musikerin, die äh, im Grunde genommen nur so Lieder macht wie das, also mit so ein bisschen ha <suh> ha <suh> und so weiter. Äh, die macht sehr mhm. schöne Musik, nicht mein Stil, aber die macht sehr schöne Musik und das Original heißt halt Boa di Kea. Ich Weiß nicht, wie man es ausspricht, aber so schreibt man es zumindest. Und dann wurde das irgendwann gecovert. Und ich glaube, die, die es zuerst gecovert haben, waren die äh, The Fugees, hießen sie. Das war Ready or Not. Das sieht kennst du auch, oder? Ja, ja, klar, klar. Hm? Also ist ja, ja gesampelt, ne? Ja. ja. Und dann ist das aber nochmal gecovert worden. Und übrigens, äh, soweit ich weiß, Ready or Not damals Platz 1 in den Charts. Und dann gab es nochmal. Ein Cover von diesem Lied und das war dann von Mario Winen, hieß der, glaube ich. War so ein, so ein, so ein Soul-Sänger. Nee, nicht Soul. Der war so eine, eine One-Man-Boy-Group. Nennen wir es mal so. Er hat das auch gecovert. Ich weiß ja nicht mehr, wie das Lied hieß. Und ich meine auch, der war mit dem Lied dann auf Platz 1. Und das auch schon wieder Jahre her. Wird mal wieder Zeit für ein, für ein neues Cover. Ich kenne noch ein neues Cover. Äh, von Hamudi Er hat ein Cover gemacht, das nennt sich Einzelkampf. Echt? Echt? <laughs> ich, hatte, ja, ich, hatte, ich hatte vor Jahren irgendwann mal vor, dass vielleicht das vielleicht als Intro zu nehmen, irgendwie für irgendwie Salzmine oder sowas ähnliches, während der Debatte hat. Äh, ist relativ lustig. Dauert, glaube ich, irgendwie zwei Minuten oder so. Aber das -Einzelkampf, ja? ja, das ist ja das Erste da, das ist das Richtige. Ah ja, wer, wer ich dafür gecopyright strikt? Nee, glaube ich nicht. Egal, also, Wir, wir, wir versuchen es einfach mal. Das ist, das ist im Endeffekt das Original als Beat halt und dann wird darüber gerappt. Okay, wir hören mal kurz rein. Hey, komm mal her. Was ist denn mit dir, Alter? bist du San? Ja, wer bist du? Guck, ich bin Hamudi, ne? Mein Kumpel Hamlet hat gesagt, du hast gute Ott, Ott. Ott, ja? Für wie viel? Ich will für 20, ja. Zeig mein Geld. Und meine Freundin hat heute grad mit mir Schuss gemacht, ja? Aha, schön für dich. Ja? Willst du wissen, wie passiert ist? Nee, eigentlich nicht, man Ich erzähl dir trotzdem, du Hund Ich war so mit mein Arsch wo Wo die? kudam Sie wollte mir die schwarze Schocks kaufen Dann kommt so ein Kartoffel Und dann? Und der guckt mein Freundin an Komm jetzt, Einzelkampf Wenn du ein Mann ich mach Haram, ich lass mein Alpha-Jacke aber an, damit er denkt, ich bin breiter Maschallah. Wenn du ein Mann bist, komm jetzt Einzelkampf. Mein Freundin wird so. <laughs> das ist wunderschön, weil <laughs> ich, ich dachte mir, das irgendwie einzuspielen, bevor man eine Debatte oder sowas führt. hätte etwas. <laughs> ja. Ja, hätte es. Auch aber schon 13 Jahre haram. alt, das Ding, ne? Ja, sau alt. Das Ich mache Haram äh, habe ich sogar so ein bisschen in meinen Sprachgebrauch integriert. Ich finde das eine schöne Redewendung. Ich blende das mal ganz kurz ein, für alle, die das noch nochmal hören wollen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Äh. So, was haben wir noch, Schlummo. Also, bevor wir jetzt hier so richtig loslegen, wobei ich habe es heute eigentlich eilig, aber das Ding habe ich jetzt sowieso schon verkackt, von daher. Schlummo, du wirst ja gerade gefragt, was ist mit TikTok? Äh. Ich habe es vergessen, ist mit TikTok. Ich mache diese Woche noch, verspreche ich bis Sonntag, ist ein TikTok existent. Das kann ich dann irgendwie in der Honigwerbe verkünden oder so. Äh, Donnerstagsvideo wird ja auch gefragt. Äh, bin ich dran? Ich, es wird, also, ich, ich hatte ein bisschen zu tun und so. Ich bin ein bisschen zurück. Das wird wahrscheinlich dann morgen früh online kommen. Wird die Nacht durcharbeiten und dann kommt das. Es wird auch einen neuen Knopf geben, wie den Black Lives Matter-Knopf, den Klimaknopf diesmal. Das ist schon alles eingesprochen. Das wird so zwei, drei Minuten dauern. Also, äh, ja, könnt ihr euch drauf freuen. Da habe ich ja schon das Skript für gesehen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, du hast ja sogar ein bisschen was zu beigetragen, ne? Ja. Ja, das hätte ich jetzt so nicht erwähnt. Ne, ich will mich hier nicht mit großteils fremden Lorbeeren schmücken, aber ja, <laughs> einen kleinen Tipp habe ich äh, beigestellt. Das ist ganz richtig. Äh, gut, Schlummer, wenn du heute noch ein Video machen willst, dann würde ich tatsächlich sagen, wir legen einen kleinen Zahn zu, ja? Ja, klar, klar. Alles klar, dann haben wir Hornissenest für 100 Bits. Vielen Dank, Kaspern, Ewigkeitsschleife, Ewig Schleife. Äh, lass ich mir was kosten. Ja, vielen Dank. Ich, ich freut mich zu hören, dass euch das offensichtlich gefallen hat. Äh, Mame0298, dem habe ich vorhin schon geschrieben. Vielen Dank für den dritten Monat. Dann haben wir noch. Pff, Do ach, DocAptic, alles da. DocAptic99 für 100 Bits, vielen Dank. Einfach, habt dich immer auf YouTube. Also, DocAptic einfach, schreibt ihr, habt dich immer auf YouTube verfolgt. Jetzt habe ich mich mal durchgerungen, auf Twitch zu kommen. Ja, fantastisch. Fantastisch. Falls du ein Amazon Prime Abo haben solltest, achso, das weißt du, du bist eingeloggt. Von daher, falls du es hast, dann weißt du das. Wunderbar. Oh, Venery. Venery für 40 Euro. Vielen Dank. Ich mache mal ganz kurz. Weil das wird gestrikt. Darum kann ich das nur ganz kurz machen. Für 40 Euro, vielen Dank. Dann kauft dir von meinem Geld einen neuen. Einen neuen, was? Oh, oh. Ach, Mixer wahrscheinlich. Ich von den Mixer erwähnt. Ich kann den sogar umtauschen. Also da, der, der ist ja, ich denke, ein halbes Jahr alt. Gekauft bei Thomann. den sollte ich ohne Probleme umtauscht bekommen. Ich stehe jetzt vor folgendem Problem. Nehme ich wieder den kleinen, den ich ohne Probleme mitnehmen kann, in den Urlaub? Sprich, auch wenn ich weg bin, ist meine Tonqualität 1a? Oder nehme ich den großen, den ich eigentlich schon ganz gerne hätte, aber den mitzunehmen? Oh nee. Der Vorteil beim großen ist... Also, bis das so ein paar Spielereien, die kein Mensch braucht, der hat einen De esser Das heißt, dass der die Zzz, diese Laute filtert, der auch nochmal. Das heißt, du hast dann noch mehr Radio-Feeling, was ich an sich wirklich cool finde. Aber Problem halt, ich kann das Mikrofon nicht mitnehmen. Das wäre doof. Ich muss gucken, was ich daraus mache. Wenn die Dinge immer kaputt gehen, während da noch Garantie drauf ist, das ist ja eigentlich sogar ganz gut, ne? Hast du quasi immer einen neuen. Ich, ich hatte als da? Kind so eine Knarre, so ein CO2-Knarre, irgendwie Walter P99 co 2 2 Joule. Und das Geile an der war, ich habe damit in einem Ausmaß geschossen, das offenbar nicht vorgesehen war. Und das Ding war immer kaputt nach sechs Monaten ungefähr. Ventil <laughs> kaputt. Und dann schicke ich es zurück, schicken die mir eine neue und dann machen wir das Spielchen immer so weiter. Geil, Alter. Ich hatte das mit einem Xbox, wie heißt denn der? Xbox Pro Controller oder so gibt von Xbox gibt's seit Jahren schon so eine super Special Edition, die ist da noch krasser und noch schwerer und mit Metallteilen und weiß ich was. Und das Ding äh, habe ich gekauft. Nach anderthalb Jahren war der durch. Dann ich weiß gar nicht mehr wo. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Irgendwo eingeschickt, oder abgegeben, Nagelneu bekommen, inklusive dann natürlich wieder zwei Jahre Garantie. Warum auch immer. Anderthalb Jahre später war der wieder kaputt, ne? wieder eingeschickt, nochmal neu. Und jetzt leistet er mir seit einigen Jahren sehr gute Dienste. Gibt er übrigens einen Geheimtipp? Nicht, dass ich sowas jemals machen würde. Ich fange den Satz von vorne an. Es gibt ja auch Leute, die nutzen dieses Umtauschsystem mit krimineller Energie, Ja, was ich natürlich äh, überhaupt nicht okay finde. Ähm, aber es soll Leute geben, die haben einen Xbox-Controller mit einem Akku. Dieser Akku gibt nach drei Jahren den Geist auf. Dann bestellen sich diese Leute bei Amazon einen Xbox Akku und schicken nach einer Woche den alten, der muss natürlich noch im guten Zustand sein, zurück und sagen: so, ey Leute, geht nicht. Und dann kriegst du entweder Ersatz oder halt einen zweiten Akku zugeschickt. Das finde ich, also hört euch das ganz genau und das sollte man wirklich nicht tun. Eine Akkufarm, interessant. Ja. <laughs> ja. Äh, er schreibt weiter: Das kasperkaststudio Studio muss ja Qualität haben und auf dem neuesten Stand sein. Das ist es, ich meine, noch funktioniert alles, äh, aber die Lampen spinnen hier schon total und ich weiß jetzt leider nicht mehr. Also jetzt weiß ich, es war jetzt gerade die Lampenmaler gehen. Ist denn die Lautstärke jetzt da wirklich, wo sie sein soll? Weil die Lampen nicht brennen. Aber der Regler ist da, wo er sein soll, also sind nur die Lampen kaputt oder ist da mehr kaputt? Ja, das weiß ich hätte nicht, aber vorerst läuft erstmal das. Küsschen an dich, den anderen Hetzer und Jackie. Gilt das Preisgeld nur für die neuen Bilder oder allgemein? Das ist eine gute Frage. Also wenn das bedeuten soll, auch Bilder, die schon vorher geschossen wurden. Ich würde sagen, also was schon da gepostet wurde im Honigforum, ist, ist leider vom Tisch. Das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn dann ein Bild gewinnt, das vor drei Monaten geschossen wurde. Also lieber ein neues, lieber ein neues Bild. Die alten Motive zählen natürlich. Ne? Mit denen könnt ihr es auch machen, aber das Bild sollte schon neu sein. Dann Dirty O Sanchez. Hat gerade abonniert, vielen Dank. Weißt du, was ein Dirty Sanchez ist, Schlomo? Ungefähr, ungefähr. Also die Sexualpraktik, meine ich. Ach so, nee. Dann, also <laughs> okay. mein, mein, Gedanke, mein Gedanke war jetzt nicht wirklich sexuell, sondern im Sinne von, äh, man macht das mit irgendwem in der Schule, um ihn äh, <laughs> zu reizen. Nee, 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 also es gibt da tatsächlich eine Sexualpraktik, die ich hier auf Twitch unmöglich erläutern kann. Ich weiß übrigens aus dem Kopf nicht mal mehr, mehr, was das genau war. Ich weiß so, dass es echt ekelhaft Ich gucke gerade aus dem Fenster, bei mir geht die Welt unter. Das ist ja wahnsinnig. Ich muss mal ans das Fenster zu machen. Ja, klar Moment. Da haben sie nochmal die Wettermaschinen angeschmissen, um äh, schön die Klimastimmung vor der Wahl. Ja, genau, <laughs> genau. Das ist ja dieses hier äh, Harp. Harp oder so. Kennst du das? Hab ich schon mal gehört, ja. Das ist doch, das weiß doch jeder. Das ist, äh, harp. High Frequency Active Auroral Research Program. Ist das das? Ach Gott, ich lese jetzt nicht den, äh, den Wikipedia-Artikel durch, aber, ähm, ja, ja. Die machen das ganze Wetter immer. <laughs> genau, richtig, ja. Also, das ist ja im Grunde genommen, ist ja das Klima. Wir sind da eigentlich gerade in einer, in einer, äh, in, in einer großen Eiszeit sogar. Aber die schrauben das hier künstlich hoch, das Klima. Äh, damit ah. die Grünen dann die Stimmen bekommen. <laughs> True Story halt. Kurz noch rein in den Knopf. Der <lacht> den <lacht> Tipp hättest du mir gestern geben müssen. <laughs> Sidata 70 hat stille SMS 1 Sub geschenkt. Jeff the Stripper hat dich. Jetzt sind noch zwei, drei kommen und dann machen wir mal weiter, Stummo. Nikotin Amid, Mononukleotid. Achso, folgt. Aber auch dafür vielen Dank. Dexter Tricks für 100 Bits vielen Dank. Metal Schlum und Drachi. Kaspar, hast du mir nicht mal gesagt, du könntest nicht singen, aber vor kurzem hast du doch in der HW Happy Birthday gesungen. Hast du Dexter etwa ein wenig Lülülü -Lü -Lü gesagt? <laughs> um Gottes will niemals. Tue Buße, indem du demnächst haul mit your Messer zu Thüringen Klöse singst. Äh. Also, diese Woche wird das auf jeden Fall nichts, weil der. Jetzt ich es gespoilert. Jetzt, jetzt ist die Katze aus dem Sack, Schlummer. Ich glaube, die Katze ist aus dem Sack. Die kriegen wir nicht mehr rein. Das sieht wie mit der Zahnpasta. schon aus dem Sack. Ich hatte das ja falsch angekündigt. Erstmal für äh, letzte Woche, ne? Ja, aber diese Woche kommt dann Clownsfeld zu uns. Genau, und die Zahnpasta, die jetzt auch aus der Tube ist, ist, dass er auch noch heute besser singen wird. Vielleicht mache ich das mal. Und auch das Lied habe ich ja damals gesungen mit, ähm, mit meinem Autotune-Ding hier. Da schäme ich mich hier ja für gar nichts. Damit haben wir es, glaube ich. Kenny Kansas, nur noch 15 noch. Vielen Dank für den Sub. Und jetzt können wir uns endlich den guten Lars geben. Schlummer, du weißt von gar nichts, ne? Nee, keine Ahnung. Also vom Titel her rate ich mal, es geht um Migranten aufnehmen, aber wir werden Sie? Nee, 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 gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Achso, um, Corona, geht um wahrscheinlich, Das große ne? C, genau. Jetzt ist die Frage: oh, oh, ob du das hören kannst. Du wirst das nicht hören können, ne? Nee, leider nicht. Das hatten wir aber schon mal irgendwie hinbekommen. Ja, ja, also, ja, 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 ja. Ich muss dir auch. Ah, ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß, wie ich es mache. Ich drehe den Desktop-Sound runter und sage beim Routing: auch das System soll über den broadcast Streamix kommen. Jo. Ja, ich weiß. Alles klar, na dann äh, viel Spaß, Sturm Und schreibe, wenn du was hinzuzufügen hast. Alles klar. Also kurz vorweg, ja, dass ich hier nochmal kurz den Brunnen vergifte, direkt bevor wir anfangen, ich hatte das Gefühl, der hat keinen Bock mehr auf den Job. Also Holger hatte sich ja schon in der Wabe nicht darüber beschwert, dass er gendert. Er meinte, er kann das machen, wie er will. Wenn er dann denkst, jetzt bei WET oder sowas hat, ein Format, was die zusammen machen, dann würde er darauf bestehen, dass er das unterlässt. Also mal gucken, was du sagst, aber ich habe den Eindruck, der hat eigentlich auf diesen Job keinen Bock mehr. Also schon, weil, naja, ich, ich, ich halte jetzt mein Maul. Kommen wir nochmal kurz zurück zur BILD. Diese macht immer noch Stimmung gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Obwohl die Zeitung der CDU gegenüber normalerweise relativ gutmütig gestimmt ist und es meistens immer gegen die Regierung geht, hat man sich dieses Mal. Die Regierung, es gibt ja nicht die Regierung. <laughs> also. ja. Wie es nie irgendwas gibt. Alles, was nicht angegriffen werden soll, gibt es nicht. Es ist ja. nicht definierbar. Es ist Rauch im luftleeren, luftleeren Raum. Ja, ja, der, der kommt schon hot rein, der gute. Eine die bestimmte Regierung? Person rausgesucht, an der man seinen Frust ablassen kann, nämlich Kanzleramtschef Helge Braun. Politikredakteur Julius Böhm schreibt in seinem Kommentar: Das Kanzleramt hatte es versprochen. Wenn für jeden Impfstoff da ist, kriegen alle Bürger ihre Freiheit zurück. Dann fallen die Einschränkungen. Das hatte ich übrigens, also ich meine, es gibt da dieses Zitat, er wird später noch, ich glaube, genau dieses Zitat prüfen und kommt zum Ergebnis, das wurde so nie gesagt, wusste ich nicht, und zwar dieses Ding, wenn jeder ein Impfangebot erhalten hat, dann kriegen alle ihre Freiheit zurück. Das dachte ich, war der Stand so von einem halben Jahr oder so. Nee, Auf jeden Fall, also das war der Vibe, den sie so abgegeben haben. Das ist natürlich etwas nebulös, aber so, alles, was man da so gehört hat, war, die Impfung wird das alles irgendwie in Ordnung bringen. Ja. Und jetzt haben wir Länder wie Israel, die weitestgehend durchgeimpft sind. Und heute vor einer Woche hat man Israel zum Hochrisikogebiet erklärt. Aber das nur am Rande. In wenigen Wochen wird jeder Erwachsene ein Impfangebot bekommen haben. Doch wieder hat die Regierung nur eines im Sinn. Noch mehr Gängelungen. Gängelungen. <laughs> Gängelungen? Also ist doch alles Quatsch. Ich meine, es gibt ja auch nicht die Gängelungen. Ne? Nee, richtig. Ist ja was, was ist das überhaupt? Ja, was heißt Gängelung und was wollt ihr eigentlich? Also, jetzt macht mal lang. Das ist auch sehr schön. Ich weiß, das hier ist ein Meinungsstück, aber das ist schon so sehr simplifiziert, dass es auf einer sprachlichen Ebene mit den Asterix-Comics. Die sprachliche Ebene der Asterix-Comics ist das eine Beleidigung? Ist das schlecht? Stumm, ich, ich habe keine Ahnung. Ich, also, alles, was ich da sehe, ist halt jemand, der meiner Meinung nach keinen Bock mehr hat auf diesen Job, aber ich weiß nicht, was da los ist. Sag gibt's, mal, gibt's das Wort Hate-Watching? Gibt's das? Das gibt's, oder? Ja, ja. Ja, also, ich meine, wenn du dir dislike dislike das, like, das like erst anguckst, und das ist ja das einzige Video von Lars, was so bewertet ist. Ich habe das Gefühl, wenn die überhaupt, ich meine, ein Kanal mit, mit fast 120.000 Abonnenten macht gerade mal 12.000 oder 13.000 Aufrufe nach 14 Tagen, wohlgemerkt. Oder war man so 16 Tagen? 16 Tagen? Ja, und na egal, komm. Und auch mit seinen Beiträgen war das ja nicht immer so bei, bei denen. Ne? Also ich erinnere mich daran vor ein paar Monaten, da hat man noch diese Videos geguckt von ihm, auch häufiger bei die Bild und so. Und das Like-Verhältnis war meistens also gut über 50 positiv. Ja, das ist und das ist vernichtend. Und das, was halt so schade ist, wir haben ja damals auch mit Lars hinter den Kulissen so ein bisschen gequatscht. Ja, Der ist ja an sich ein übelst umgänglicher, übelst nicer Kerl. Ich verstehe nicht, egal. Ich nehme schon so viel vorweg. Komm. Also sagen wir so, äh, es war der, der Zeitpunkt war etwas ungünstig gewählt. Hätten wir ein paar Monate später mit ihm geredet, dann hätte es einiges mehr gegeben, wo wir hätten Anstoß da nehmen können, was wir halt quasi kritisieren hätten können, als er da gewesen wäre. Da hatten wir dann in dem Moment, hatten wir eigentlich von so Sachen, die so deftig in so eine Richtung gehen, nur irgendwie die ganz, ganz alten Videos zur Hand, die uns dann zu doof waren, die wirklich zu bringen, weil die irgendwie von ja. 2014, 15 waren. Ja. ja. Also weiter mit den Gängelungen in Anführungszeichen. Fein für Asterix Comics, aber eben nicht für einen Politikredakteur. Womit werden wir denn gegängelt? Wenn es nach Kanzleramtschef Helge Braun geht, Sollen Ungeimpfte nicht einmal dann ins Restaurant oder ins Kino gehen dürfen, wenn sie kerngesund und negativ getestet sind? Ja, was ist denn das für eine Gängelung? <laughs> also, <laughs> <laughs> hä, Alter, ich verstehe es nicht. Zumal. Ich, ich glaube, sorry, sorry. Nee, 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 bitte, bitte. Ich, ich glaube, eine gute Spiegelung für sowas, wenn Sie Einschränkungen der Freiheit kleinreden wollen, ist immer, wenn wir sagen würden. Oder wenn wir uns das Gedankenexperiment anstellen, was würden Sie sagen, wenn diese Regeln für eine von, ihren, von Ihnen geschützte Gruppe im Speziellen gelten würden? Sagen wir, die Klimaleute wollen uns verbieten, Auto zu fahren. Äh, ja, das ist ja keine große Feier. Ne? Nur wegen dem Auto wirst du jetzt hier die Welt untergehen lassen. Was wäre, wenn wir hier Frauen verbieten würden, Auto zu fahren? Was wäre, wenn wir Frauen im Spezifischen verbieten würden, ins Restaurant oder ins Kino zu gehen oder Migranten oder es schwieriger für sie machen würden? Ja, wäre wär das dann, dann auch eine dann ein Gängelung einfach... in Anführungszeichen. Ja, dann, dann wäre es ein riesen Einschnitt in die Freiheit, der hier komplett negiert wird. Also solange es Kacke für alles oder Kacke für eine Gruppe in diesem Fall für Ungeimpfte ist, die sie nicht mögen, alles kein Problem. Alles aufgebauscht. Das ist doch kein großer Einschnitt in dein Leben, wenn du nicht mehr ins Restaurant oder ins Kino gehen darfst. Ja. Was wollte ich noch anmerken? Ach so, und ich hätte ganz gerne mal zahlen, und zwar zur Gefährlichkeit eines geimpften, ungetesteten versus ein ungeimpfter negativ getesteter. Und ich behaupte, wenn ich getestet wurde, negativ, geht von mir eine geringere Gefahr aus als von einem geimpften, der nicht getestet wurde. Behaupte das ich einfach definitiv. mal. Das definitiv. Also es gab ja diverse Berichte, äh, mit, mittlerweile auch von offizieller Seite und Regierungsseite, dass äh, Geimpfte immer noch äh, ansteckend sein können. Ja, die sogenannten Impfdurchbrüche. Meine, genau, äh, anders, ich, anders kannst du äh, Israel nicht erklären. Wenn ich akut negativ getestet bin, ist es meines Wissens so, dass ich quasi ausgeschlossen ansteckend sein werde. Oder sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, also wir haben ja auch das in der Honigfarbe damals gehabt, dass diese... Äh, Schnelltests, dass die auch zu, ich glaube, 46% falsch liegen oder was, aber das liegt dann daran, dass die, wenn, wenn die Virenlast unter einer bestimmten Schwelle liegt, dann schlagen diese Schnelltests nicht an. Ja, und jetzt ist die Frage, wenn meine Virenlast unter dieser Schwelle ist, bin ich dann, wie ansteckend bin ich dann? Ja, mit, mit 10 Personen 10 Stunden in einem 10x10 Meter Raum oder in einem 10 Quadratmeter-Raum, machen wir es so, ein enger Raum, wie viel stecke ich davon an? Versus ein äh, Ungeimpfter. Ja, gut, da, da würde mich mal Zahlen interessieren, weil also ich kann das schwer nachvollziehen, dass du zukünftig auch mit einem negativen Test dann nicht mehr ins Restaurant oder ins Kino gehen sollst. Aber hier geht es ja um Gängelungen, die ja keine Gängelungen sind. Wir machen mal weiter, Herr ja, Schlomo. Mhm. Anstatt mit guten Argumenten für die Impfung zu werben, droht die Bundesregierung mit Freiheitsentzug. <laughs> ich ich, ich frage mich, was er da gleich bringen wird. Also das ist es das, ja da, das das doch quasi. Sagen wir einfach, von Migranten geht eine erhöhte Gefahr aus. Insofern sind die Leute im Kino sicherlich entspannter, wenn die ja nicht mehr rein dürfen. Das ist ja kein, wir, wir, wir entziehen hier ja keine Freiheit. Nein, gar nicht. Mit. Da ist auch keine Gängelung. Ja? Als ginge es nicht um Grundrechte, sondern um von der Regierung großzügig bereitgestellte Privilegien. Ja, auf dem Punkt. Okay. Exakt. Ja, richtig. Also zumal, das ist vielleicht ganz wichtig, ich habe für euch hier die Bundeszentrale für politische Bildung. Wer Langeweile hat, der kann sich gerne mal den Artikel durchlesen. Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat. Grundrechte regeln nicht, wie ich mich gegenüber Schlummer zu verhalten habe. Ja, sie regeln aber wie der Staat in mein Leben eingreifen darf. Ja, und aufgrund der Grundrechte darf er da nicht beliebig eingreifen. Ich würde euch jetzt aber mal Ich gebe einfach mal gegen ein. So. Grundrechte schützen den Freiheitsraum des Einzelnen vor Übergriffen Griffen der öffentlichen Gewalt. Es sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Das sind Grundrechte. Und wenn das der ganze Scheiß grundrechtswidrig ist, das haben wir jetzt zum Beispiel im Fall der Lockdowns tausendmal schwarz auf weiß. Wie oft wird das gekippt von irgendeinem Verwaltungsgericht? Geht jetzt halt nicht mehr, ne? weil die Sachen jetzt bundesweit kommen und das Verfassungsgericht a in gewisser Weise kompromittiert ist, ne, mit Merkels Mann, der da drin sitzt, und B für jede Entscheidung so lange braucht, dass man bis dahin wieder neue Richtlinien durchbringen kann. Äh, aber ja, der, ein Großteil von diesen Corona-Sachen ist verfassungswidrig. Das ist schwarz auf weiß bewiesen. Ja, das ist laut unseren Verwaltungsgerichten. Hast du von der Abstimmung bekommen, vor zwei Tagen oder so, bezüglich der äh, Pandemie nationaler Tragweite, ob die verlängert werden soll oder nicht? Hm. Ist äh, durchgegangen, recht knapp. Äh, Fast alle von der SPD haben dafür gestimmt. Fast alle von der CDU haben, haben dafür gestimmt. Und alle anderen, also egal ob AfD, Linke, ich glaube sogar Grüne. Warte mal, bevor ich Blödsinn erzähle, ich ruf's euch auf. Der ferrus hat uns das nämlich vorhin geschickt. Ja, aber, aber, der, achso, das wird nicht eingeblendet, ne? <laughs> nein, nein, nein. Oh, um Gottes will nein. <lacht> nein. <lacht> Schlo, <lacht> Schlo, Schlo bist du des Wahnsinns? Nein, nein, nein. So, Bevölkerungsschutzgesetz die Abstimmung ist von wann? Vom 21. Oh, fünf Tage sogar schon. So. CDU, voll dabei. SPD, voll dabei. Was ist hier los? Grüne haben sich enthalten. Alle hat mhm. sagen nein. Und übrigens war die Sache recht knapp. 342 zu 250. Aber 53 Leute waren nicht da. Jetzt erklär mir doch mal, wo ist dieser dicke Batzen? Ja, die Grünen hätten sowieso nicht geholfen. 9, 3, 5, ich habe vorhin eine Rechnung bei Twitter gesehen, wenn alle Leute da gewesen wären, obwohl, da haben ja auch ein paar nicht abgestimmt. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, äh, also hier, Normanschutz, für ich alle zum Sehen. CDU, SPD voll dafür. Ja, die Pandemie, nationaler Tragweite ist noch nicht beendet. Die Grünen wissen nicht so genau. Achso, jetzt muss ich mal ein bisschen hochdashen, dass ich die Zahlen seht, genau. Und alle anderen sagen nein. Ich finde immer das fraktionslos ganz interessant, ne? weil ich bin der Meinung, dass die Großteils ein recht sauberes Abbild der Mitte der Gesellschaft sind. Ich habe schon öfter mhm. Abstimmungen gesehen, wo ich mir dachte, so ja, so würde ein Mensch abstimmen, der normal im Kopf ist. Und es ist dann ganz häufig bei den fraktionslosen so, dass das in eine Richtung geht, wo ein normaler Mensch hingehen würde. Naja. Mhm. So, mal gucken, was Lars hier noch hinzuzufügen hat. Also wichtig, Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat, aber irgendwie ist das alles keine Ahnung. Stimmungsmacher der Bild. Okay, dazu drei kurze Sachen. Erstens, im Grundgesetz steht nichts davon. Dass der Besuch eines Kinos oder eines Restaurants Grundrechte seien. <laughs> ja, das ist halt die Sache, ne? Also, ich meine, ich meine das nicht böse, aber das, das ist halt so billig, so krass, nicht informiert. Also nochmal, das sind Abwehrrechte. Natürlich gibt es kein Grundrecht, wonach ich in ein Kino gehen darf. Ja, aber es gibt ein Grundrecht, wonach der oder es gibt ein Grundrecht darauf, dass ich mich frei bewegen darf. Und das heißt, dass der Staat mich nicht daran hindern darf, in ein Kino zu gehen. Und genau das tut er aber. Aber meine, Lars ist, ist verbieten was für Migranten. Ist ja nicht, gibt ja kein Grundrecht drauf. Ja. Da würde mich auch mal die Meinung von, von Lars interessieren. Wir leben ja immer noch in einer Marktwirtschaft und der Besuch eines Restaurants. Das ist der beste ist ein Punkt. Von das ist den der Besitzer beste Punkt. Innen also von den BesitzerInnen erstmal. Ja, er meint das wirklich ernst, Schlummo. Äh, und, er lass mich ihn kurz aussprechen lassen großzügig bereitgestelltes Privileg, welches einem auch schon vor Corona leicht weggenommen werden konnte, wenn man zum Beispiel pff, ein Uso zu viel hatte und in die top im Eingangsbereich gekotzt hatte. Das ist ja was anderes, Erlebnis als wenn der Staat dir sagt, du kannst in kein Restaurant in unserem Land mehr gehen oder in kein Kino. Ja, ich meine, es sind nicht die Unternehmen, die da sagen. Also ich, ich glaube, äh, er will da. Also ich, ich weiß nicht, wie kommi angehaucht er mittlerweile ist, aber es klingt für mich so ein bisschen so, als wollte er sagen, aha, also wenn ihr sagen wollt, dass der Staat das nicht darf, dann müsst ihr auch die Wirtschaft stärker einschränken, denn der böse Kapitalismus hat schon vorher dafür gesorgt, so in dem Stil. Äh, würde ich widersprechen. Ich glaube, dass er einfach extrem low information unterwegs ist und einfach gar nicht so richtig checkt, was er da von sich gibt. Meine Stimme, ich meine das die böse. nochmal. Der Lars war mir im, im privaten Gespräch hinter den Kulissen... Sehr sympathisch. Ich glaube, der hat im Grunde genommen von nichts eine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er da auf einen eine auf Kombi machen will. Ich glaube wirklich einfach, Stumme, der hat keine Ahnung, wovon er redet. Und ich glaube, der denkt wirklich, dass sich hier ähm, Hotelbesitzer zusammengeschlossen haben gesagt haben, nee, bei uns kein Umimpft mehr. Oder sowas. Also, so wie er es formuliert, er sagt ja, so war es vorher schon und jetzt ist es anders. Ich glaube, er versteht schon, dass jetzt der Staat dafür sorgt. Ich mache nochmal ganz kurz, ja? Restaurants ist ein von den Besitzerinnen desselbigen großzügig bereitgestelltes Privileg, welches einem auch schon vor Corona leicht weggenommen werden konnte, wenn man zum Beispiel pff, ja also Hausrecht, er will da aufs Hausrecht hinaus, ne? Wenn er zum Beispiel, Achtung, so zu viel hatte und in die Toppflanzen im Eingangsbereich gekotzt hatte. Ja, Hausrecht, das ist ja richtig, aber die machen da nicht vom Hausrecht Gebrauch. Der Staat sagt ja. Du darfst das und das nicht mehr ohne, ohne Test machen. Also, ich glaube, ich würde sagen, ist es ist nicht schlimm, wenn der Staat irgendwie einer bestimmten Personengruppe einfach durch die Bank verbietet, diese und diese Art von Etablissement aufzusuchen, wie ein Restaurant oder ein Kino, weil früher konnten die Inhaber von dem einzelnen Geschäft auch schon sagen, nee, dich will ich hier nicht. Übrigens, auch das hatte seine Grenzen, ne? Wenn ich als Restaurantinhaber sagen würde, ich bediene hier keine Schwarzen oder ich bediene hier keine Frauen oder was auch immer, ich bediene hier keine Muslime, ich bediene niemanden mit dem Kopftuch. Dann hat man dagegen klagen können, meines Wissens. Ich bin mir da nicht sicher. Also in Amerika weiß ich, dass das nicht geht. Ne? Da ist ja zum Beispiel die Sache mit dem, mit dem schwulen Kuchen, der damals, also ich weiß nicht, ob du weißt, dass das auch nicht ein Hoax war, aber. Die Leute, die das damals öffentlich gemacht haben, die haben ja danach gesucht, die haben ja irgendwie 40 Bäckereien angeschrieben oder so, bis dann endlich einer geschrieben hat, äh, nee, einen schwulen Kuchen backen wir nicht. Also die wollten damals, ein, waren es zwei Typen, die wollten heiraten, angeblich heiraten und wollten halt einen, einen Kuchen haben eine Torte ja, haben, wo dann zwei Männer so. abgebildet sind oder so, Und Dann hat dann dieser eine von den 40 oder 100, ich habe keine Ahnung, die haben einiges an Bäckereien angeschrieben, weil sie genau das hören wollten. Die wollten nicht eine Torte für Hochzeit haben. Ich glaube, die haben nicht mal geheiratet. Es ging darum, die eine Bäckerei zu finden, die sagt, nee, sorry, machen wir nicht. Wir sind Ach, hier Amiland, ne? Amiland, ist eine ganz andere Geschichte als hier. Also ich habe hier was gefunden richtig. von 2006. Ja. Äh, das äh, Dingensgesetz hier Handbuch rechtlicher Diskriminierungsschutz mit den Krafttreten des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) im Jahr 2006 hat sich viel getan. Nicht nur der Rechtsschutz wurde verbessert, ein stärkerer Schutz vor Diskriminierung ändert auch das gesellschaftliche Bewusstsein. Bla bla bla. Ähm okay, dann gucke ich ich, ich. ich lese mal kurz, ob, ob es da eine spezifische Stelle gibt. Ja. Okay. Mach ganz in Ruhe, Schlomo, Wir haben halt Zeit. ja, ich mach, ich mach kurz nichts. Ich mach kurz hier was reingekommen ist in der Zwischenzeit. Urisiel 666 schreibt, Kaspar, das Bevölkerungsschutzgesetz ist etwas anderes. Die Verlängerung der pandemischen Lage von nationaler Tragweite war erst gestern. Ah! Ich habe Ich hab Eine Diskothek, die Gästen den, äh, den Einlass aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache oder vermeintlicher Herkunft verwehrt, verstößt gegen das Diskriminierungsverbot des AGG, äh, AGG unabhängig davon, ob die TürsteherInnen vermeintlich an die Staatsangehörigkeit anknüpfen. <laughs> ah! Also, unabhängig, die müssen nicht mal sagen, keine Ausländer heute, sondern wenn irgendwie bewiesen werden kann, dass Hautfarbe oder Herkunft oder Sprache ein Faktor war, ist es verboten. Okay. Ja, dann macht das die Sache umso saftiger. Da, bla, da von diesen Praktiken meist nur Männer betroffen sind, handelt es sich zudem um eine mehrdimensionale Diskriminierung. Also, ja, ja oh. wir, wir haben Antidiskriminierungsschutz äh, auch vorher schon gehabt. Und ich meine. Ich, Geimpfte oder Ungeimpfte sind ja eine spezifische Gruppe in der Bevölkerung. Ne? Also ich denke, sogar da könnte man die Diskriminierungssachen äh, irgendeinen, wenn, ja. wenn, wenn irgendein Restaurant das macht. Ja, mein einziges Gegenargument wäre: Daran kannst du etwas ändern. Aber ganz im Ernst, du kannst Glauben auch an deinem etwas ändern. Ob richtig, du ein richtig, richtig. Also da wird's schwer. Also ich meine, kein deutsches Gericht würde sagen: Ja, stimmt, Sie haben recht, Herr Schlomo. Die würden sagen: Ja, das haben so nicht mehr alle. Ja, die arme Frau natürlich wie die Muslime sein. Äh, gleichzeitig können sie sich aber impfen lassen. Aber ja, theoretisch genauso. Jetzt weiß ich übrigens wieder, du siehst jetzt ja auch Schlomo. Äh, vielen Dank, ich habe vorhin irgendeiner Blödsinn eingeblendet. Einge, äh, äh, Schlomo hat was, äh, Quatsch, der Ferris hat was anderes geschickt. Das ist von gestern erst. Und das ist jetzt die Abstimmung zur epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Und äh, wie ich anfangs gesagt habe, CDU und SPD auf Linie, alle anderen sagen Nein. So, und das Ding war... So knapp, das nämlich, genau, 127 Personen haben die abgestimmt. Wären die da gewesen und hätten die abgestimmt, was haben wir hier? Das sind 40, 60, 70, 70 Stimmen ungefähr oben drauf. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass auch die, die nicht abgestimmt haben, zum Beispiel bei Die Linke oder bei den Grünen, ebenfalls für Nein gestimmt hätten, so wie alle Parteikollegen, äh, dann wäre das ja ein Nein geworden. Aber da hat man sich dann weiß ich nicht einen schönen Abend am Strand gemacht. Ich, ich weiß nicht ganz, was sie Leute so machen. Ja, die von unseren Steuergeldern bezahlt werden, um für uns Politik zu machen. Und damit ist dann das Ding verlängert worden. Und zwar nicht mit Irre um ein Jahr. Um ein Jahr. Mhm. Aber egal. Wir kommen jetzt gleich sowieso noch zu Corona und den Intensivbetten und so weiter. Gehen wir mal weiter mit, mit Larsi, ja. Mhm. Muss sie mucke ja ausmachen? Okay. Erlebnisfrei erfunden. Zweitens, die Beweislage hier ist schon etwas dünn. Okay, wir gehen von, wenn es nach Kanzleramtschef Braun geht, direkt zu Die Regierung will uns unsere Grundrechte nehmen. Also ich will die Signifikanz von Herrn Braun natürlich nicht untergraben, aber er ist nicht die Regierung. Auch die Kanzlerin ist nicht die Regierung. Boah, Alter, ist also, das Semantiker äh, Wortklauberei oder um was also, geht's hier? Also, also im Endeffekt, Merkel hat sich gesagt, im Moment, wo sie das gehört hat, oh Gott, der Vollmongo, wie kann er das machen? <laughs> und äh, alle haben sich einen Kopf gefasst sich, und sich gesagt, dem waschen wir richtig den Kopf jetzt nachher. Der ist quasi ja. abgespalten vor den anderen. Das ist kein Bild von dem, was allgemein in der Regierung gewollt wird. Also Man das ist ein autistischer nicht. Punkt. <laughs> ja. ja, also ich, ich weiß nicht, Alter. Das ist halt, ich finde das schwach. Ich finde das echt schwach. Hier kam gerade rein von feiner Bube. Kasper, mach bitte eine Twitch-Umfrage. Geimpft, ungeimpft. Vielleicht kann das ja mal einer der Mods anleiern. Falls einer da ist, also da muss mindestens einer da sein. Falls ihr eine Umfrage da reinballern könnt, wäre vielleicht mal ganz interessant, wie das hier bei den Zuschauern so ist. Wenn ich raten müsste, 60-40. So ungefähr. Und die 60% sind ungeimpft. Aber ich denke, dass hier, dass hier doch ein großer Teil zumindest geimpft sein wird. Wir machen weiter Schummo. Ich bin mir im Moment nicht mal mehr sicher, ob die Regierung überhaupt die Regierung ist. Der Punkt ist, <laughs> Herr Böhm polarisiert hier schon ein ganz kleines bisschen. Und drittens. Was hat Helge Braun denn gesagt? Er war vor kurzem bei Und dann BILD TV. Dann immer diese einseitige Geschichte, die andersrum niemals so stattfinden würde. Oh, das polarisiert, das spaltet. Oh, hier wird irgendwie äh, die, die Polemik. Was für ein Schwachsinn. Ne? In die andere Richtung, wenn es geht gegen, keine Ahnung, sagen wir Querdenker oder so. Ich habe noch keinen Ausschnitt gesehen, wo sich ein... Äh, Lars hier hinstellt und sagt, ja, in der Presse, was dann den Querdenker gemacht wird, oh, das ist so polarisierend ja, ja. und im Gegner der Corona-Politik, ja. ist es ein, ein einseitig verwendeter Schwachsinn. Es bedeutet nichts mehr, dass es polar polarisierend oder so. Es ist halt nur uh, irgendwas gegen meine Fraktion und ich mag es nicht. Absolut. Ich habe heute erst wieder einen Artikel gesehen, heute erst wieder und Meine ich glaube, auf diesem Punkt reiten einige Leute seit mindestens einem halben Jahr ziemlich intensiv rum. Und erst heute habe ich wieder beim Tagesspiegel die Überschrift gesehen: irgendwo wurden Demos von Corona-Leugnern angemeldet. Und ich habe da so meine Zweifel, dass da auch nur ein einziger Corona-Leugner drunter ist. Lass da fünf drunter sein, meinetwegen, dann lag ich falsch. Aber dann ist es immer noch ein Bruchteil von denen, die demonstrieren gegen die Maßnahmen. Er hat der Corona leugnet. Und die Bild muss ja nicht mal eine Silbe sagen, die falsch ist, damit sie polarisiert. Es muss nur hart ausgedrückt sein. Ne? Ja. Ich meine, so unterschiedlich ist der Standard da. Man stellt sich vor, es gibt einen polemischen, oder sagen wir nicht mal das, sagen wir einfach nur hart ausgedrückten äh, Artikel gegen Querdenker, wo gesagt wird, oh, die haben da keinen Abstand gehalten und oh, die gefährden die Gesellschaft und so weiter. Sagen wir, das stimmt alles in diesem Fall. Das ist alles nachgewiesen. Dann würde niemand, nicht mal von unserer Seite des Teichs, sich hinsetzen und sagen, oh, das ist ein polarisierender Artikel hier. Ja, ja, so ist es. So ist es, Sturmo. Ich habe ein Straw polar erstellt. Ah, jetzt, ach, der René hat sowieso schon gemacht. Vielen Dank, René. Genau, jetzt könnt ihr in der Kommentarspalte einmal abstimmen, wenn ihr wollt. Ich mache weiter, Sturmo. Und da hat man ihn zitiert, korrekt, wie ich annehme, denn er hat nicht widersprochen. Sie haben nämlich gesagt, Geimpfte werden mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte und zwar selbst, wenn diese Ungeimpften kerngesund und negativ getestet sind. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Er hat sich dann erklärt und hat im Prinzip gesagt, dass die Möglichkeit für Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte eine Ultima Ratio sei, um zu verhindern, dass die Intensivstationen im Herbst wieder überlastet sind. Und das ist auch so ein Ding. Also ich meine, der Typ beschäftigt sich ja offensichtlich mit Medien. Ja? Die Intensivstationen waren zu keinem Zeitpunkt so überlastet, dass hier die Triage, die mir mehrfach versprochen wurde, ausgerufen wurde. Niemals. Ich habe da eine Wortmeldung von dem Typ mir von heute. Da haben die Penner übrigens das Ding, während ich es hier drin hatte, plötzlich einen Tagesspiegel-Plus-Artikel draus gemacht. Ach so, ihr seht nichts. Aber ich kann euch noch die Facebook-Headline sagen. Der Typ, den kennt da wahrscheinlich alle, der war ja bei irgendeiner Pressekonferenz und plötzlich der Held der Medien von heute. Ja, Zitat, Jens Spahn hat entweder nicht zugehört oder in der Corona-Zeit nichts dazugelernt. Viele Intensivstationen waren schon vor der Pandemie überlastet. Es gab im Grunde keine Neuerung. Und, lieber Lars, solltest du jetzt schon mal gucken, man hat sich die Intensivbettenzahl schön gerechnet, weil es einen monetären Anreiz dafür gab, die äh, die äh, noch freien Überbetten äh, quatschen die noch freien Intensivbetten in nur einem Anteil von 5% oder sowas zu haben und darum hat man sich diese Zahlen schön ge meine du, du musst doch davon mitbekommen haben von DiviGate wo der Bundesrechnungshof dann irgendwie Monate gesagt hat einen Monat später gesagt hat oh ja warte mal hier stimmt irgendwas nicht ja also falls das jemand nicht mitbekommen haben sollte was damals passiert ist, ihr findet das zum Beispiel, wenn ihr nach Divigate googelt oder besser noch Divigate Bundesrechnungshof, dann habt ihr direkt zwei Quellen, die euch das bestätigen, nämlich Divigate und der Bundesrechnungshof. Du hast Geld dafür bekommen, sobald deine Intensiv... Bettenauslastung bei, ich weiß nicht ganz genau, 95% lag oder was. Ja? Und was die Krankenhäuser dann gemacht haben, ist dafür zu sorgen, dass diese Auslastung immer so bei 95% lag. Und das hat man unter anderem dadurch gemacht, indem man, sobald es über 95%, äh, Quatsch, über 5% waren, die frei waren, die Betten in die Nebenkammer geschickt hat und gesagt hat: Ja, diese Betten haben wir gar nicht mehr. Ab 75%. Vielen Dank, Erwin. Ja, du hast es mitbekommen, Schlomo? Mhm, mh. Ja, also es gab hier keine, ja, überlastet waren sie schon immer und meinetwegen war das im Verlauf der letzten anderthalb Jahre ab und zu mal ein bisschen schlimmer als sonst, aber es gab ja keine Triage und wir waren offensichtlich auch nie nah dran. Ich weiß doch, dass wir so mit zum Höhepunkt der Pandemie hatten wir einen Artikel, auch das könnt ihr einfach suchen, ja, wo wir hier noch Intensivpatienten aus Belgien aufgenommen haben. Also so landunter war das hier. Ja, es gab hier zu jedem Zeitpunkt freie Intensivbetten. Ja, und jetzt, irgendwie anderthalb Jahre später, nachdem die ganze Scheiße ausgebrochen ist, wissen wir doch mittlerweile, wie behandelt man die Leute zum Beispiel nicht zu früh ins Beatmungsgerät. Ja, war ein Fehler, den man anfangs gemacht hat, weil man dachte, das hilft den Leuten. Am Ende kam raus und ne, hat dies so richtig geholfen. Ja, also erstmal damit abwarten. Ne? Wir äh, haben jetzt äh, einiges an äh, Bürgern, die bereits geimpft sind. Also, sprich, das bleibt ja nach meinem Kenntnisstand weiterhin erhalten die Wahrscheinlichkeit, dass du an Corona verstirbst oder mit Corona verstirbst, äh, die ist ja nochmal deutlich gesenkt, wenn du geimpft bist und die das auf der Intensivstation landest ebenfalls. Alles andere scheint na ja, also Markenunterschied machen, aber keinen immensen. Mhm. Ja, du kannst weiter krank werden, du bist weiter ansteckend, also da ändert sich offensichtlich nicht allzu viel. Aber du stirbst nicht und du landest aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auf der Intensivstation. Das ist ja bei den meisten Leuten auch jetzt schon der Fall. So, war das halbwegs sinnvoll, Schlummer Versteht ein Lars mich, wenn er das hier oh, hört? Ja. Alles klar. Ich denke schon. Ich, ich bin gespannt, was er jetzt gerade hier aufbauen will. Ne? <laughs> Für mich klingt das so, als wenn er jetzt sagen wollen würde, es gab da dieses ja, skandalöse oder es, es gab ein heftiges Zitat, über das ich aufgeregt wurde in der Bild. Aber der Politiker, der es getätigt hat, hat später dann noch alles mit ein bisschen mehr Konjunktiv verschwurbelt und das wurde nicht erwähnt in dem Artikel? Oder was ist der Punkt? ich weiß nicht mehr ganz genau. Wir müssen einfach weitermachen. Ich weiß nur, dass das Video meiner Meinung nach plötzlich endet und ich da saß und mir dachte: Alter, willst du den Job nicht mehr haben oder was? Ja. Hier schreibt gerade einer, der, Master, nee, der Max Mustermann 1898 schreibt: Nein, du irrst dich, ein freies Bett brachte mehr als ein belegtes und die Betten in meinem waren voll. Also, ich weiß nicht, inwiefern ein freies Bett mehr bringt als ein belegtes. Ein freies. Sofern du 80% freie Kapazitäten hast, bringt dir im Vergleich zu, wenn es nur noch äh, 25% sind, quasi gar nichts. Ja, und du müsstest mir jetzt belegen mit Zahlen. Und zwar deutschlandweit. Ja, dass da quasi jedes Wettbeleg war. Ich habe doch Karten gesehen. Ich habe doch gesehen, dass in den Ballungsgebieten das natürlich an die Grenzen ging, aber dann im Umland war da so gut wie gar nichts los. Ja, und ich habe doch gesehen, dass man, ich habe es doch gesehen, sag mal, worüber streiten wir uns? Google DiviGate Bundesrechnungshof. Und du siehst, dass die die Betten in eine Besenkammer geschoben haben. Da gibt es jetzt kein Beweisvideo für, aber das bestätigt dir alles, was du dazu findest, an Informationen. So, wir machen weiter mit Lars. Und um sicherzugehen, dass durch das Impfen möglichst schnell eine Herdenimmunität entsteht, um auch die zu schützen, die sich nicht impfen lassen können. Ja, äh, äh. Apropos Herdenimmunität, ich glaube, davon haben wir uns mittlerweile verabschiedet. Also das Video ist auch gerade mal 16 Tage alt. Ne? Siehe Israel. Und ich bin der Meinung, auch in der deutschen Presse schon gelesen zu haben, hier mit Herdenimmunität, das wird nichts mehr. Also trotz Impfung. Also wir sind jetzt bei, es gab diese Aussage, über die hat sich die Bild aufgeregt. Darauf angesprochen sagt der Politiker dasselbe nochmal mit mehr Konjunktiv und frames am Ende noch so um nach dem Motto, oh, uns geht es auch um den Schutz von den Nichtgeimpften. Okay. Ja. Hier ist aber auch das Framing wieder sehr beeindruckend. Allein die Texte in den Bauchbinden sind bemerkenswert. Zum einen. Max Mustermann schreibt, ich habe täglich die Registrierung für Divi gemacht. Cool, dann habe ich jetzt mal jemanden hier, der offensichtlich dabei war. Wie viele Betten hast du in die Besenkammer geschoben? Damit ihr eine höhere Auslastung melden könnt, also anteilig, ja, damit ihr mehr Geld kassieren könnt. Und wenn du jetzt nicht dazu gehörst, dann wirst du auf einem dorf Dorfkrankenhaus gearbeitet haben, denn die großen Kliniken haben ja alle mitgemacht. Ich meine, wir haben es schwarz auf weiß. Ja? Ich sage nicht, dass das in jedem einzelnen Klinikum genauso gewesen ist. Ja, er sagt keines. Gut, dann war es bei dir halt nicht so. Aber insgesamt ist es ja passiert. Ich meine, guck dir die Anzahl der Intensivbetten in Deutschland im Verlauf der letzten zwei Jahre an. Und du wirst feststellen, das werden immer weniger. Wie kann denn das sein? Mitten in einer Pandemie von nationaler Tragweite, die wir gestern aber um ein Jahr verlängern mussten. Das macht einfach keinen Sinn, so leid es mir tut. Einen steht da, erlaubt die Politik nur das, was sie gut findet. Was, äh, wow, nochmal ein Fall des Sprachniveaus von Asterix, kommen. Ja, das auf. Beste bisher ist das fucking Sprachniveau. <laughs> ja. Ich, mein, das, ich stimme da teilweise zu, ja, die Bild schreibt ein bisschen, als wenn es für Kinder wäre, äh, häufig, aber also was Ernst jetzt hier zeigt, ja, gut, aber die, ja, aber die ja Informationen sind alle richtig. Ja. Also, das ist halt Bildpresse, ja. Ja, Kindergartenniveau ist. Später wird der Kanzleramtschef zitiert mit den Worten: Mit Impfangeboten kommen Grundrechte zurück. Genau, und ich bin der Meinung, ja. genau das gehört zu haben, aber das wird jetzt der Lars gleich die Banken. Ich habe vorhin danach gegoogelt und ich konnte tatsächlich nichts finden. Das scheint er aber so nicht gesagt zu haben. Was er nie gesagt hat. Die ursprüngliche Aussage basiert auf einem Interview von Braun mit der Bild am Sonntag. Dort ist diese Aussage aber nie gefallen und auch sonst habe ich keine Hinweise darauf gefunden, dass er das irgendwann irgendwo mal gesagt hat. Während er die Bauchbinden nicht direkt... Ich meine, geht, dass man in so einem Ding Sachen paraphrasiert, ist üblich. Ja. Ne? ja. Ähm, wenn er sagt... wir, wir Restaurantbesuche etc. müssen ausgeschlossen sein für Ungeimpfte. Dann bedeutet das im Umkehrschluss ja exakt das. Also, ihr muss es ja nicht ja. selber dann auf die Spitze getrieben nochmal formulieren. Nee, ich glaube, es Wenn geht darum, also der, der, der Punch damals steckte ja darin, dass es wohl hieß, sobald jeder ein Impfangebot bekommen hat, wird hier alles gelockert. Und das ist mhm. ja mittlerweile nachweislich überholt. Also, das Angebot haben alle bekommen. Und trotzdem wird hier, also wir stecken jetzt längst nicht mehr im Lockdown und so, das war damals auch so krass, Alter, das ist eine Geschichte, die werde ich meinen Enkelkindern erzählen, ne? wo ich damals auf einer, auf einer illegalen Party war, äh, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute, glaube ich, bei einer Freundin, die äh, außerhalb wohnt, also ganz knapp hinter der Grenze und auf dem Rückweg dann, das war, also, das, das war geil, ne? Das, das war, das war ähnlich eh spannend wie damals nach dem Terroranschlag in äh, Paris. Also, für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten, ich bin damals live dabei gewesen, als im Star de France die, äh, Knaller da hochgegangen sind. Ähm, Habe ich dir mal erzählt, was da direkt vor der Tür abgelaufen ist mit dem Typen, der reinkommen wollte? Ich weiß noch, dass du mir erzählt hat. Ich weiß nicht, was das ist, aber dass äh, Leute in eine gewisse Richtung sich entfernt haben aus dem Stadion und auf einmal kamen sie ja. zurückgelaufen. <laughs> ja. Mann. Und das ist das nicht erst ja, Zeichen, das Alter Schwede. Schwede. Äh, also ich will das jetzt hier nicht noch mal an der Stelle aufbereiten. Vielleicht. Ein andermal dann mit Vorbereitung. Ey, das meine ich aber nicht. Also ich meine wirklich den Typen, den Selbstmordattentäter, der da. Ja, ähm ja, ja, klar. Der, der kam nicht rein, der hatte kein Ticket. Der hatte ne? kein Ticket, Alter. Du, 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 hattest, du hattest dein, du hattest dein <laughs> Ticket ja mehr oder minder durch Glück bekommen, ne? Nee, nee, gar durch, nicht, gar nicht. Zu versuchen. nee, da, da gehst du zu, äh, Fnack heißt der Laden, glaube ich. Da kriegst du. Also für alle, die. Äh Frankreich mein Ticket für den Fastboron? Ich glaube, genau. Äh, Fnac heißt der Laden. Äh, da gehst du einfach hin und da kriegst du Tickets für im Grunde genommen alles Mögliche und auch immer fürs Fußballspiel. Ich war übrigens zweimal in meinem Leben bei einem Fußballspiel im Stadion. Und beide Male Stade de France in Paris. Ne? Ich weiß noch, was du mir erzählt hast, dass du gar nicht so versessen selber darauf warst, vorher das Spiel zu sehen, sondern es hat sich halt so ergeben, ja. dass du dann beim Spiel ja. warst. Und dieser fucking Terrorist ne, mit dieser ganzen Riesenvorbereitung, die, <laughs> die laufen dann in der ganzen ja. Station mit ja. und sprengstoffgürteln hat keine Karte, ja. wird also dann da abgewiesen und sprengt sich dann alleine in die Luft, verletzt niemanden, tötet sich selber. Ja. Aber, also, aber ich meine, für ISIS ne, war das nicht mal ein so schlechter Deal. So hat man noch einen lauten Knall äh, in den Fernsehübertragungen oh, ja. gehabt. Oh ja, absolut. Absolut. Aber es ist schon bemerkenswert, dass das Ganze an einem 20- oder 25-Euro-Ticket haperte. Ne? Und der hat übrigens mhm. niemanden mit in den Tod gerissen. Also, das ist schon beachtlich. Ich habe nicht mal verletzt. Glaube ich auch nicht. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Ja. Vor allem, das verstehe ich nämlich auch nicht. Warum gehst du dann nicht nochmal da rein, sodass die dich allzu zu Boden teckeln und dann bringst du halt irgendwie vier Leute um oder so? Aber ja. nee, ganz allein. Der, 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 der schlechteste Terrorist der Welt, Alter. Okay, wir machen weiter, ja? Mhm. Kann, kann er aber sehr wohl die Monitore um ihn herum sehen, auf denen überall Fett zu lesen ist, Impflichtlüge der Regierung. Was ja auch schon mal direkt die richtige Stimmung vermittelt. Respekt an den Herrn, dass er da überhaupt hingegangen ist. Laut, <laughs> <laughs> oh laut, ja. laut Lauterbach, äh, haben Sie damit recht? Laut Lauterbach ist ähm, eine, ein kostenpflichtiger Test, wie es jetzt ja passieren soll. Also, dass man den selber zahlen muss, den man braucht, um gewisse alltägliche Sachen also um sagen wir sich frei bewegen zu können im öffentlichen Raum eine Impf für ungeimpfte eine Impfpflicht durch die Hintertür das hat er selber so ausgedrückt ich erinnere mich ja meine ist es ja auch ja ja klar ist es das wenn ich Kohle brauche damit ich noch irgendwie einen Alltag auf die Kette kriege in einer halbwegs normalen Art und Weise und zwar Kohle die ich immer wieder geben muss ja dann ist das dann ist das lass dich impfen oder wir hoffentlich hast du geld ja ja oder halt keine freiheit mehr keine Grundrechte. Mann, ein Glück, dass ich mich nicht mit Bild TV auch noch beschäftigen muss. Wobei, wenn ich das so sehe, vielleicht sollte ich. Zum Schluss schreibt Julius Böhm noch: Das geht zu weit. Freiheit darf kein Druckmittel sein. Der Bundestag und die Ministerpräsidenten müssen diesen antifreiheitlichen Übergriffen aus dem Kanzleramt ein Ende setzen. Nee, ich glaube eher irgendwer muss diesen antivernünftigen Übergriffen aus der Bildredaktion ein Ende setzen. Achso, ja, das ist jetzt Ja, das war's, das war's schon. Das wo ich euch erzählen das, ist das endet deine, das Video. Meinst du er hatte da noch was aufgenommen, wo dann später gesagt wurde, ich weiß nicht ob von ihm oder irgendwem Anders, nee, Alter, nee, das ist so Kacke, mach das einfach raus, einfach so hoch. Nee, ich glaube also ohne Scheiß, schon, was ich glaube ist. Lars hat ein paar Tage durchgefeiert und durchgesoffen. er äh, hat sich mit Freunden getroffen. Und am ähm, Donnerstag ging 20 Uhr für ihm ein, dass in einer Stunde Redaktionsschluss ist und er noch ein Segment beisteuern muss für Massengeschmack TV. Und dann dachte er, oh Gott, oh, uh, bild.de, äh, ja, das nehmen wir. Ja, und dann äh, haue ich einfach ja, mal drei Sachen raus. Also was ich machen würde, wäre, wenn ich in der Situation wäre, dann gehe ich auf Buzzfeed und suche mir den neuesten Artikel darüber raus, äh, da, ob man Bananen vergewaltigt, während sie sich selber einführt. Und äh, dann mache ich mich darüber <laughs> lustig oder so. Nicht so ein Team. Ja, keine Ahnung. Ich meine, bei 449 Leuten hat Gewirkt, ne? Die fanden das cool. Also, das ist ja, das ist ja ein ja, Konzept. Ich aber hab... Das ist auch so ein bisschen einfach Treuheit, ne? Also, ich glaube, man ist ja selber manchmal so drauf, man geht auf irgendein Video von irgendeinem Kanal, den man kennt und gut findet und man drückt erstmal ein Like und vielleicht vergisst man es dann oder so. Also, ich, ich sage, das bedeutet nicht, dass da 450 Leute saßen, die dieses Video gut fanden. Nur, dass da 450 Leute saßen, die auf jeden Fall Massengeschmack gut fanden und erstmal ein Like gedrückt haben. Davon fanden vielleicht dann, keine Ahnung, die Hälfte oder noch weniger das Video wirklich gut. Schlumm, ich habe keine Ahnung. Also auf mich wirkt es auf jeden Fall wie jemand, der auf diesen Job keinen Bock mehr hat. Ich finde das auch, am Ende so lustig, weil er holt da gerade so aus, ne? Es, 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 als hätte er in einem Ausholen gestoppt auf einmal. Er sagt, ja, ich mach's nee, noch nee, einmal schlummer. Es genau, ist fast, als wenn er noch mal Luft holen wollte, hm. dann am Ende und dann wird er abgehakt. der Bildredaktion mal ein Ende setzen. Achso, ja, das ist jetzt hier die amt End oh, ein Ende setzen. Nee. Ich glaube eher, irgendwer muss diesen antivernünftigen Übergriffen aus der Bildredaktion ein Ende setzen. Ach so, ja, das ist jetzt hier die Endkarte. Ja, das ja, wird für mich halt ja. so wie: jetzt müsste die kleine Tirade darüber kommen, wie bullshittig das alles ja. ist. Aber sie kommt nicht. Ja. Und da hat möglicherweise der Holger gesagt: nee, komm, Alter, also die letzten 20 Sekunden, bitte Lars, das Video ist an sich schon unter aller Sau. Ersparen Sie ja, die, uns die ja letzten gerade, 20 Sekunden. Warum bringt er dieses Zitat dann noch. Er hat das Zitat ja nur kritisiert. Er bringt das Zitat mit dem: ja, das ist antifreiheitlich. Und äh, man darf Freiheiten nicht als Druckmittel einsetzen. Er bringt das und sagt dazu nichts. Außer, ja, nee, der, dem Schwachsinn der Bild muss man ein Ende setzen. Also, was hat er dagegen in der Hand? Hat er vielleicht dagegen noch so eine kleine Tirade in der Hand, die vorne und hinten keinen Sinn ergeben macht? Ah, warte ja. mal. Der Sidata 70 schreibt gerade: Auf YouTube sind die Videos verkürzt. Volle Version nur auf MassengeschmackstV. Ah, okay. Bist du dir da sicher auch bei Lars' videos ja? Das ist aber komisch, dass man das auf einem Punkt endet, ohne den Punkt zu Ende zu bringen. Also quasi das, äh, die sagen das, nee, ihr seid doof, denn. Hm. Ja, keine Ahnung. Hier wurde auch gefragt, ob der Lars noch mal in die Wabe kommt. Aha, 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 glaube ich nicht. Also ich glaube nicht. Ich hatte ihn, also wir hatten nochmal E-Mail-Verkehr vor der 100. und dann äh, hat das mit Holger nicht geklappt und äh, zum gleichen Zeitpunkt hatte er dann nicht mehr zurückgeschrieben. Äh, ich gehe auch eher davon aus, nicht, aber wir wären natürlich offen. Ja, absolut. Gut, Schlomo, dann habe ich jetzt hier noch ein Quickie für dich. Das ist eine Anfrage, die könnt ihr finden, wenn ihr nach Drucksache 195454, also 19-54-54 sucht, ist eine Anfrage von den Grünen und die wollten wissen, wie viele Ortskräfte wir denn in Afghanistan haben. Ähm, die ist leider von 2018, ja, von da ist das also das, ist das Aktuellste, was ich finden konnte. Äh, das heißt aber nicht, dass die Zahlen heute noch stimmen. Ja? Zur Erinnerung kurz, die Baerbock fordert gerade, dass 50.000, sorry, über 50.000 nach Deutschland geholt cool werden müssen. Ja, was schätzt du denn, wie viele Ortskräfte wir in Afghanistan 2018 hatten? Und ich Ortskräfte nehme jetzt mal an, die Zahl hat sich nicht allzu sehr erhöht, aber meinetwegen verdoppeln wir sie. Die ja, Ortskräfte schätzt du? bedeutet dann Leute, die kein deutscher Staatsbürger sind, sondern afghanische, aber irgendwie mit der Bundeswehr. Äh, zu tun hatten. Genau. Übersetzer, mhm. äh, Fixer, keine Ahnung. Also alles, was du halt so okay. brauchst. Dann sage ich, wir hatten 10.000. Jetzt halte ich fest, das ist glaube ich Seite 2 gewesen. 576. <laughs> ich Also verdoppel das, mach mal 1.000 drauf und dann kommen für jede Familie kommen da 10 Personen. Also für jeden Ortskräfte, Menschen kommen zehn, nee, sorry, neun weitere Familienmitglieder. Da komme ich auf 10.000 Personen. Und da habe ich die Ortskräfte schon verdoppelt und pro Ortskraft gestatte ich neun weiteren die Einreise. So Baerbock sagt, wir müssen mindestens 50.000 holen. Wenn ich sowas lese, frage ich mich immer, warum denn nicht 5 Millionen? Können wir einfach mal fragen. Ne? Ja, ist ähnlich wie mit dem, mit Antwort, dem Mindestlohn. ne Da wären sie in Schwierigkeiten, weil sie haben ja das ganze Spiel so vergiftet, dass du gegen... Äh, Aufnahme, quasi kein Argument mehr machen kannst, ohne dass du dämonisiert werden kannst. Ne? Da kann dasselbe Spiel am Dirnd machen. So, ja, ja. Ich will 5 Millionen. Wieso willst du nicht 5 Millionen? Ja, Kapazitäten. Ja, Kapazitäten. Die reden hier über Menschenleben. So in dem Ja, 5 ja. Millionen. Ich fordere 5 Millionen. Äh, gut. schon Damit sind wir hier erstmal fertig. Ich mache kurz noch, was reingekommen ist. Und dann schon mal die Warnung für alle. Ihr müsst gleich wechseln zu dem YouTube-Kanal Caspercast. Ich hoffe, ich bekomme das mit. Ich habe heute früh. Es einmal versucht und das scheint geglückt zu sein, dauert allerdings drei, vier Minuten, weil ich mich hier abmelden muss, bei dem anderen anmelden muss, dann den Stream starten muss, das dauert auch ein paar Sekunden. Gebt mir maximal zehn Minuten, wenn ich in zehn Minuten gleich, wenn ich gleich Bescheid sage, nicht auf YouTube live im Stream bin mit Schlomo zusammen, dann hat es nicht geklappt. Dann machen wir beide das offline und ich lade dann am Ende das Video insgesamt hoch. Ja, aber ich warne gleich nochmal vor. Kaiser Cleo oh Gott, den hatten wir neulich schon, glaube ich, bei der wo ich war. Aber Kaiser Kleatorides, ne? Doch, ich glaube, es ist derselbe. Aber der hat sich einen anderen Namen gegeben. Wie ist denn der? Klitorides hieß er, glaube ich, damals. Also, ich glaube, so also heißt er immer noch. c l -E a Also, Kaiser Klitorides, für 10 Bits, vielen Dank. Habt ihr schon das neue Changer Mind von Ferros gesehen? Ja. Hashtag, ich habe keine Ahnung, aber eine Meinung. Das ist, ist ziemlich gut. Da redet er einmal mit so einem jungen Typen, der offensichtlich sich dahingesetzt hat, um achtmal dasselbe sagen zu können, was im Grunde genommen irrelevant ist. Ja, also ähm, so menschenfeindlich, wie die AfD ist, mit alle Ausländer müssen raus, das finde ich halt einfach doof, deswegen sitze ich hier. Das bringt der irgendwas zwischen sieben und zehnmal an, ähm, was keine AfD-Position ist, äh, das war eine ganz traurige Forschung, und Dann hat er mit einer äh, ziemlich durchgeknallten am Ende gesprochen. Also kann ich dir empfehlen, Schlummer. <laughs> ah, das hast du gesehen. Genau, in, in unserer Chatgruppe hat irgendwer über die Durchgeknallte geschrieben und da habe ich mir das ein bisschen angeguckt. Das ist wirklich <laughs> faszinierend ein bisschen. Also auch, weil die war ja in diesem Kulturmarxismus-Ding offenbar nicht so richtig drin, hatte aber andere Punkte so komplett gefressen. Zum Beispiel irgendwie, ja, mit der Geburtenrate hast du unten, ist das super, da, ja. wir müssen aussterben. Ja. Und äh, geht da aber auch so weit zu sagen, ja gut, die Leute in Afrika, die müssen dann auch mal ein bisschen langsam machen. Ne? Weil was auch schon ganz anders klingen würde in der, im heutigen Klima, oh ja. wenn ich sage, oh ja. in Afrika müssen wir die Geburtenraten senken ja, was auch lustig ist, weil dieses generelle Geburtenraten senken, was ja quasi immer nur auf den Westen angewandt wird, ist ja auch so ein so, so, so ein Punkt, der jetzt immer häufiger reinkommt der immer mehr in die Gehirne eingesickert ist, von derselben Blase an Leuten, die immer von Menschenfeindlichkeit sprechen. Ne? Ich meine, ihr wollt ja. buchstäblich weniger Menschen. Ihr sagt, wir müssen irgendwie die Menschen werden. Und, und ich bin menschenfeindlich, wenn ich keine Masseneinwanderung will oder so. Das ist menschenfeindlich, Das ist Buchstäblich, das ist die Definition. Wenn ihr einen Fick auf Menschenfeindlichkeit gebt, dann müsst ihr euch selber, keine Ahnung, in meinem Spiegel betrachten. Ja. Ähm ich habe bei solchen Personen übrigens, also gerade bei ihr, habe ich den Verdacht, dass das so ein Mechanismus ist, um möglicherweise mit den falschen Entscheidungen im Leben klarzukommen. Weil in ihrem Alter, ich weiß ja, wie alt waren die, 50 oder so? Ja, der hatte graue Haare auf jeden Fall. Also so, das Ding mit Kinderkriegen so. ist bei ihr durch. Ja? Und dadurch, dass Kinderkriegen das natürlichste auf der Welt ist, glaube ich, dass jeder Mann und jeder Frau nicht 100%, Hashtag not all, ja, aber die aller, allermeisten, die wollen eigentlich Kinder haben. Und jemanden anzuquatschen, also das Gespräch startet ja wirklich mit, ja, äh, ich äh, hier bin gegen Kinderkriegen und so, ne? keine Kinderkriegen äh, war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich glaube dir das nicht so richtig. Ich glaube, du hast irgendwann mit 40 so festgestellt, du hättest keine Kinder gehabt. Und das mhm. kannst du dir aber natürlich nicht eingestehen. Und darum ist das so relevant für dich, das Thema, dass du einen wildfremden Menschen auf der Straße ansprichst mit: Ich habe keine Kinder bekommen, das ist die beste Entscheidung meines Lebens. Das ist ich auch kann. keinen Sinn. Ja, ja, es ist eine gewisse Verzweiflung, auch in diesem, wie offensiv viele Leute dann damit sind. Ja. Ich glaube auch, je, je mehr es dann auf den Tod zugeht, äh, zu desto mehr macht einen das dann zu schaffen. Einfach, ich meine, das macht Evolution ja evolutionär Sinn. Wir sind halt darauf gepolt. Und ich glaube, das fühlt sich dann an, als wenn alles von dir stirbt. Richtig. Ich, äh, das ist kein gutes Gefühl. Zumal, also, ja klar, es, es gibt wahrscheinlich immer mehr Leute, die keine Kinder bekommen, aber es ist ja trotzdem eine Seltenheit. Ne? Du, du musst dir einfach nur oh, mal vorstellen, ja. dass jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Mensch, der hier auf Gottes Erde wandelt, der hat Eltern, die halt mindestens ein Kind bekommen haben. Die haben wiederum Eltern, die mindestens ein Kind bekommen. Und das Ganze kannst du über tausend über Generationen zurückgehen. Ja, da war nicht einer bei, der bei dieser Aufgabe, ich drück's es mal bösartig aus, versagt hat. Du bist der Erste. Ich meine, ich mein, wenn die ganzen Feminismus- und Antinatalismus-Indoktrinierten, die jetzt irgendwie 25, 30 sind, dann in das Alter kommen, ne? Wenn du denkst, die sind jetzt abgedreht, dann werden die abdrehen. Ich kann mir vorstellen, dass wir Terroranschläge von diesen Leuten haben. <laughs> äh, ja, ja, meine gut, Frauen neigen ja weniger zu Gewaltausbrüchen als Männer, aber ich denke, dass wir da zumindest ähm, Was wahnsinnig die... unglückliche Menschen haben werden. Und die Sojasüren, die leiden ja unter demselben Problem, ne? Die haben ja auch alle keine Kinder. Ja. ja. Auch wenn, klar, klar, ich, äh, da tickt natürlich auch die Uhr dann nicht ganz so sehr. Äh, aber, aber ich denke auch, wenn es dann langsam im Alter geht, dann wird das auch sich nicht gut anfühlen. Also auf jeden Fall, ich denke, die werden noch viel mehr abdrehen. Die werden, das wird Kindergarten sein, was momentan abgeht, gegen das, was in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren abgeht. Ja, Hux schreibt, das ist sehr konstruktivistisch, lieber Schlomo. Das war aber, glaube ich, ich. Wir wissen nicht genau, warum sich jemand gegen den, gegen den Kinderwunsch entschieden hat. Das müssen nicht gescheiterte Mütter sein. Nein, müssen nicht. Mir geht es so darum, bei der Frau ist es einfach so auffällig, dass sie einen wildfremden Menschen anspricht mit: Hallo, ich habe keine Kinder bekommen und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, Kinder fand ich immer ne, ne, ne. Und das mit dieser, mit dieser Vehemenz als erste Geschichte, die du einem Wildfremden erzählst. Das ist schon meiner Meinung nach ein bisschen verhaltensauffällig. So dass ich mich dann frage: Stimmt das, was du sagst? Ja, oder ja, ist es in dir drin eigentlich genau andersrum? Ja, klar, klar. Und ich meine, sicherlich, es wird Individuen geben, für die es die beste Entscheidung ist. Aber im. Äh Gro, hast du mir neulich verklickert, sagt man Nein, nicht im Gro, genau. sondern im Gro. Äh, ist das nicht der Fall? Die allermeisten Leute sind darauf gepolt. Ich, ich habe das Gefühl, wir als Gesellschaft sind so ein bisschen gefangen jetzt in einer Art antinaturalistischen fehlschluss Wir müssen alles ablehnen, was für uns natürlich kommt. Wir müssen uns wir sind quasi fesseln. Wir müssen davon frei werden. Und wenn wir dann kurz unglücklich werden, dann muss das an irgendwas anderem liegen. Dann liegt das an der bösen Gesellschaft oder äh, ja, an den Männern, an dem Patriarchat und so weiter. Muss das irgendwie projiziert werden? Denn ja, wenn man seine Natur komplett dann wird man in 99% der Fälle kreuz unglücklich werden. Das denke ich auch. Ja. Ja. Okay, ich mache kurz weiter, Schlomo. Kaiser Klitorides. Schreibt nochmal für 10 Bits. Vielen Dank. Äh, achso, ah, ich verstehe. Also, äh, er heißt Kaiser Klitorides. Oh, wo ist jetzt wieder Chill? Ah ja, genau. Äh, aber Twitch sperrt das Wort Klit im Namen. Erinnert ihr euch, in einer HW war die Frage nach dem Plural von Klitoris. Ich erinnere mich, ich habe es vergessen, was es war. Das war was ganz abgefahrenes. Klitorä? Nee. Ich glaube, das hatten wir geraten und das war dann am falsch. Ich weiß es nicht mehr. Kennst du die Lösung noch, Stummung? Nee, leider auch nicht. Ich erinnere mich aber. Kastrierter Hund, vielen Dank für den Sub. Feiner Bube schreibt, Open Mind hat ein Video hochgeladen mit dem Titel: Soll ich in die Honigfarbe? Bitte darauf reagieren. Ja, wir haben es schon gesehen. Äh, wir wollen da keinen Druck machen. So, das habe ich nicht gesehen. Äh, oder, oder ist das, nee, ich, das was? ich, ich, ich nehme Video an, ich nehme an, das meint er. Also mhm. wir, wir haben keinen Upload von ihm gesehen. Wir haben, ich nehme an, einen Repost desselben Videos gesehen. Achso. Mhm. Äh, ich, ich würde jetzt keinen Druck machen, äh, wenn er kommen will, soll er gerne. Äh, er kann auch gerne kommen. Einzig sich unter deinem Kritik zu äußern, ist auch gar kein Problem. Ähm, von daher, das muss er mit sich selber ausmachen. Ich kann verstehen, dass er da einem riesen Druck ausgesetzt ist. Du musst entweder dich irgendwann dazu entscheiden, aktiv keinen Fick zu geben bei sowas, so wie ein Holger Kreimer das macht. Und dann bist du offensichtlich auch immun. Oder du machst es halt so, wie Open Mind es macht und wie gesagt, ich habe dafür Verständnis. Ja, da hängt ja auch ein bisschen seine YouTube-Existenz dran. Und wenn der jetzt dann einen Shitstorm abbekommt und sich davor fürchtet, kann ich alles verstehen. Von daher muss er das mit sich selber ausmachen. vierhundert, 400, 400 Bits, vielen Dank. Ist das nicht herrlich? Dadurch, dass es heißt, die Impfung schützt nicht vor einer Infektion, sondern nur vor einem schweren Verlauf, ist die Impfung für das Infektionsgeschehen wertlos, solange nicht alle geimpft sind. Das Cash geht raus. Ja. So ist es. Ist auf jeden Fall, äh, die Gelddruckmaschine, die da gerade am Laufen ist. Wurst, Lintopf, Minsky, vielen Dank für den Subhornissen-Nest. Für 100 Bits, vielen Dank. Wie wäre es mit Clear als Nachfolger vom für Presseschlau? Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich dem Holger nicht mehr schreibe. Spaßhaft, ne? Ey, wenn du den, ähm, Lars loswerden willst, melde dich bei mir. Ich habe aber keinen Bock, in, äh, Hamburg zu arbeiten. Ähm, Holger müsste aktiv auf mich zukommen. Ja, also, teilweise beschäftigen die auch Leute, die arbeiten, glaube ich, gar nicht da vor Ort. Zum Beispiel dieser Typ, der die Fußballvideos gemacht hat während der EM. Der wirkte für mich, als wenn er einfach von seinem YouTube-Kanal weggecastet worden wäre und der macht einfach weiter sein Ding und das läuft dann halt auf dem Kanal. Ah, ja, okay. Okay, ja. Also, wenn der Holger will, kann er mich gerne anschreiben. Ähm. Ich kann mir dann eine Zusammenarbeit vorstellen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass meine Videos wesentlich besser ankommen und auch mehr Klicks haben. Alter, die Klicks, die er da auf einem Kanal, der Lars hatte, mit 120.000 Abonnenten, die habe ich bei Kasparcast mit nicht mal 20.000. Da ja, habe ich diese Klickzahlen und ein deutlich besseres Like-Dislike-Verhältnis. Ähm, Während Win-Win für beide Seiten. Kann sich gerne bei mir melden. Uri schreibt, er hat sich dann erklärt und sagte, das wäre die Ultima Ratio. Na, dann ist ja alles bestens. Er bezieht sich hier auf ähm, die Aussage von Lars. Frauke Petri brachte auch mal die Ultima Ratio ins Spiel, aber da war es Hass und Hetze. Kann Lars das erklären? Ja, was war das? Das war Ultima Ratio na Grenzen muss geschossen werden, ne? Nehme ich jetzt mal ja, an. Ich mm -hmm. weiß nicht. War, war das Petri? Mhm. Mm meine ist auch eine Sache. Ich will jetzt nicht großartig darüber diskutieren. Ist ungeschickt. Ne? Das Ding ist, für mich, für mich. wenn ich ein geschickter Interviewer bin und du nicht so geschickt im Interviews geben, dann kann ich dich dazu kriegen, für, keine Ahnung, einen Kaugummi-Clown als Ultima Ratio die Knarre herzunehmen. Weil am Ende steht an Nebengesetz als Richtig. Ultima Ratio eine Knarre. Also nicht nur an, an jeder Ordnungswidrigkeit steht am Ende eine Waffe, die dir ins Gesicht zielt. Ja, Du parkst jetzt falsch, kriegst ein Ticket für 25 Euro, zahlst das nicht, kriegst eine Verwarnung, kriegst eine Sonderverwarnung, kriegst eine Vorladung, kommst nicht. Irgendwann klingelt bei dir der Gerichtsvollzieher. Den lässt du nicht rein, Ja, dann kommt der Gerichtsvollzieher irgendwann mit der Polizei. Die bedrohst du mit einer Waffe, weil sonst werden sie kommen und dich rausholen, Ja, dann werden sie irgendwann schießen. Das ist, wenn du falsch parkst und diese 25 Euro Part du nicht zahlen willst. Ja, und, und dich natürlich weigerst, in Haft zu gehen oder, oder, oder am Ende steht da immer eine Waffe ist Weil halt einfach so Arten ist das Thema dann so aufgeladen dass wenn du mit derselben Kette jemand dazu kriegst das zu sagen äh, also dasselbe zu sagen was man hier sagen würde dann so oh mein Gott sie will die abknallen oder so als wenn du jetzt falschparke abknallen wollen ja. Würdest, ja so ist es Hypernat 5 vierter in Folge vielen Dank Kaiser Klitorides. Schreibt nochmal. Vom Impfen schrumpft der Bizeps. Quellehaft Befe <laughs> Echt jetzt? <laughs> Echt jetzt? Ich dachte, die Rapper sind heutzutage auch alle auf Linie, ey. Äh, damit bin ich einmal. Ah, nee. Äh, Delhi79. Vierter der Folge. Vielen Dank. Kaiser Kitori das nochmal. Klopf, klopf. Heroin? Hä? Ja? Verweist er da auf Lars? Keine Ahnung. Äh, Urisie. Ah, genau. Dass der die Quelle von geschickt hat. Vielen Dank nochmal. Und der endet das Ganze mit. Und hast du dir eigentlich mal die Videos German History von DJ Happy Vibes angeschaut, die ich dir per Discord geschickt habe? Nee, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Äh, push mal die Nachricht nochmal. Schreib mal einfach rein, Urisiel666 oder sowas, dann erinnere ich mich daran. Hermitex, 5 Euro, vielen Dank. Moin, schlafe nur ich. Gestern war doch die Abstimmung zur Verlängerung der pandemischen Lage der National Tragweite. Das macht dir doch extra da mit. Ich spinne. Äh, Spende. Äh, sorry, ja, ist mittlerweile schon aufgelöst worden. Ich habe, Also, ich dachte, dass genau das. Uns der Ferros geschickt hat, und weil ich da schneller rangekommen bin, an den Link von Ferras, als jetzt selber zu googeln, habe ich euch den falschen Link aufgemacht und darum erzählt, dass das mittlerweile das in der Woche her ist und so weiter. War alles Quatsch, aber wurde schon, wurde schon nachgereicht. Vielen Dank. Dexter Tricks 100 Bits, vielen Dank. Die Argumentation, die, Ungef die Ungeimpften durch eine andere Gruppe zu ersetzen, mache ich schon lange. verwende immer Schlummus 2%. Und wenn jemand sagt, das geht nicht, frage ich einfach, was denn noch Fehler würde, dass es auf derselben Stufe ist wie bei Schlummus 2%. Meine 1,8% sind da, glaube ich, die falsche Wahl, weil wir da zu religiös sind bei dem Thema. Bei dem Thema machen die Leute zu. Wenn du irgendwas damit vergleichst, dann ist Ende quasi, oh, du hast Jehova gesagt. Also ich würde dir eher empfehlen, auf Frauen oder Migranten zu gehen. Ich weiß nicht, um was es hier geht. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Jetzt hier auf Twitch. Es geht halt um meine 1,8% beim DNA-Test. Ah, die bei dir rausgekommen sind. Hm? Ich verstehe, alles da. Ja, Schlummo ist äh, amtlich, dass er ähm, Aschkenasi-Jude ist. Herzlichen Glückwunsch okay, herzlich. nochmal. Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch etwas gefreut. <laughs> Zitata 70, für 100 Bits, vielen Dank. Leider ist das Bundesverfassungsgericht und auch die Länder von Aktivisten unterwandert. Ja, oder von Leuten, die man irgendwie reingehieft hat. Ne? Da gibt es übrigens ein schönes Video von SushiTV zu. All die es noch nicht gesehen haben, denen kann ich das wärmstens ans Herz legen. Schaut euch, schaut euch das mal an. Phantom. Ich nehme an, Phantom. Bei. Vielen Dank für den ZAP, Kaiser Klitorides, vielen Dank für den Zapp Und damit sind wir, nee doch nicht, Täuscher, vierte Monate Folge, vielen Dank, vier Monate schon, Zeit vergeht echt schnell. Das Erzeugnis gendert nach fünf Monaten immer noch nicht und das ist gut so. Gruß und Kuss. Achso, ah, äh, Erzeugnis, äh, ich nehme an, du hast Nachwuchs bekommen oder was? Ja, dann hoffe ich, dass es, dass es dabei bleibt, Alter. Ich habe heute ein Video Erzeugnis. Ich hoffe, das ist der Name. Ich habe heute von den Lotus-Eaters gesehen, ein Video zu Indoktrination in Schulen, wo sie somit die geilsten Videos von Lips of TikTok abspielen, wo Lehrer im Grunde genommen in die Kamera erzählen, wie sie da die Kinder indoktrinieren und dann auch darauf hingewiesen haben, dass, wenn jetzt private, konservative Schulen eröffnen, en masse in Amerika, dass die Regenzulauf haben werden und äh, das neutralste Angebot überhaupt sein werden auf dem Markt. Mhm, ne, nicht, weil genau empfehle. so eine Scheiße, also die erzählen ja ein bisschen was von Gott und so, das ist ja okay, aber die erzählen ja nicht, ich meine, die, diese Lehrer, die, 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 die die reden ja proaktiv auf die Kinder ein, dass äh, non-binär und dies und das, und also da bist du nach den Schilderungen, was ich da schon so gesehen habe, da bist du ja der Außenseiter, wenn du als Junge sagst, der, ich bin einfach nur ein Junge. Was wollt ihr eigentlich von mir? Das ja, ist halt ein bisschen wie irgendwie, keine Ahnung, Iran nach der Übernahme oder so, irgendeine religiöse Gesellschaft. Und die, es gibt jetzt nicht mehr Religionsunterricht und das wird irgendwie so präsentiert, wie es heute getan wird bei uns, mit irgendwie, ja, das muss man im Kontext sehen, oder was auch immer. Das, das sind halt so Geschichten, sondern die Religion hat alles übernommen. Die Religion äh, sickert in jedes Fach rein und es wird überall mit der Religion auf dich eingedroschen. Die Religion ist die Linse, die, durch die alles zu betrachten ist und das wird den Kindern anerzogen. Ist in Aminat noch schlimmer als hier, klar, aber das wird doch kommen hier. Das rieche ich auch. Ja. Ja. Red Herring 20, zweiter Monat, vielen Dank. Gibt ja auch nicht die Antifa in Bezug auf die Regierung. Du hast es richtig erkannt, vielen Dank. Dexter Trickstormer, 100 Bits, vielen Dank. Dieses Jahr ist Halloween an einem Sonntag. Sturmo, kannst du How I Met Your Messer zu Thriller von Michael Jackson singen? Zu Thriller? Ich weiß doch, dass das Video sehr geil war. Ich weiß leider, ich habe gerade nicht meine Melodie im Kopf. Aber also, das Lied kennt man auf jeden Fall. Ich kann es versuchen, ich kann es versuchen. Sehr schön. Und ja, dann schreit ja fast nach einer Halloween-Folge, ne? Ja, auf jeden, auf jeden. Man findet sich ja auch wieder irgendwas Gruseliges. Also genug gibt's hier. Ja. Graf Kotzbrocken und Kenny Kansas 0815. Vielen Dank für den Sub von euch beiden. Und damit sind wir durch. Ich ganz nach oben. Gleich wechseln wir rüber zu YouTube-Freunde. Sidata 70, aber für 100 Bits. Vielen Dank. Die Impfumfrage noch auflösen. Auf jeden Fall. Age of Enlightenment. Der folgt, aber auch schön. Vielen Dank. Hypnopedic für 100 Bits. Vielen Dank. Mal eine Frage. Wie haltet ihr es mit dem Argument, dass ihr als Ungeimpfte potenziell eher Überträger von Corona seid und deswegen die Einschränkungen verhältnismäßig? Kann ich dir sagen, wenn die Impfung wirkt und du bist geimpft, dann stelle ich für dich keine Gefahr mehr dar. Die Leute, die sich nicht impfen lassen können aufgrund von einer Allergie, da gibt es übrigens extrem wenig Gründe. Ich habe mich deshalb mal schlau gemacht, wenn du guckst, wer kann sich nicht impfen lassen oder so ähnlich, eh ähm, dann ist die Antwort im Grunde genommen niemand. Ja, was du da liest, sind so Sachen wie, wenn sie an einer Herzkranzgefäßerkrankung leiden oder sowas, erst recht, erst recht impfen. Ja, also die Leute, die sich nicht impfen lassen können, die kannst du in diesem Land an... Vielleicht 1.000 Fingern abzählen. Ja, das sind dann 10.000, sorry, an 1.000 Händen abzählen. Also sind das dann 10.000 Menschen. Nehme ich jetzt mal grob an, lass es 50.000 sein. Dass ich mit diesen Leuten in Kontakt komme... Über wie viele Stufen muss das denn gehen? Ich arbeite nicht in der Pflege, ich arbeite nicht in irgendeinem anderen Beruf, wo das irgendwie kritisch wäre. Ich lebe nicht mit einer Krankenschwester zusammen. Über wie viele Stufen muss sich dieses Virus übertragen, dank mir, damit am Ende jemand stirbt, der sich nicht impfen lassen konnte? Ja? Von daher, wenn die Impfung wirkt, dann hast du vor mir nichts zu befürchten. Wirkt sie nicht, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Ich hätte vielleicht noch eine ganz gute Spiegelung. Wie wäre es denn mit HIV und Schwulen? Ich meine, statistisch äh, unglaublich viel höher die äh, Infektionsrate unter Homosexuellen. Äh, wir haben, soweit ich weiß, vor ein paar Jahren jetzt geändert, auf vor einem Jahr, ich weiß es nicht genau, dass äh, Schwule kein Blut spenden dürfen. Ne? Also, das war früher so, wegen dieser riesigen Überdosis unter HIV. Aber jetzt dürfen sie es. Mhm. Äh, also, da ist uns offenbar der Gleichheitsgedanke oder der Gleichheit vor dem Gesetz, bla bla bla, ist uns wichtiger als. Die Gefährdung, die davon ausgeht. Und äh, wir reden hier jetzt über Sachen wie: Kannst du ins Restaurant gehen? Kannst du, äh, keine Ahnung, äh, ins Kino gehen? Kannst du fucking einkaufen gehen? War ja auch schon ja, in der Diskussion. Ja, Pro Problem also, ist, also ich, ich habe da zwei Gegenargumente. A, ähm, mit AIDS steckst du dich wesentlich weniger leicht an, als man das gemeinhin so denkt. Ich habe mich damals schlau gemacht, als ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht hatte, weil ich so eine Cracknote, nein, um Gottes Willen, ich habe trotzdem mal irgendwann mir Gedanken gemacht darüber. Und ähm, selbst wenn du mit einer HIV-positiven Frau Geschlechtsverkehr hast, ungeschützt denn, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du die ansteckst, nur bei 20 oder sowas. Bei, genau, daher kommt ja auch die Überrepräsentierung zum guten Teil. Ja, absolut. Absolut. Ne? Aber zum Beispiel bei Speiche ist das, soweit ich weiß, absolut ausgeschlossen. Selbst über Oralverkehr quasi ausgeschlossen. Äh, es muss schon eine Penetration stattfinden und dann eine Wunde im Spiel sein oder halt äh, naja halt der normale Akt. Ne? Äh, das ist nicht ganz so einfach. Und wir haben ja mittlerweile seit ich würde schätzen knapp zehn Jahren Medikamente gegen AIDS, die das HIV-Virus unter die Nachweisbarkeitsschwelle drücken. Also du bist dann auch nicht mehr ansteckbar, wenn du tausendmal Mal mit dieser Person verkehrst, ne? wohingegen du dich wahrscheinlich sehr viel einfacher mit Corona ansteckst. Das ist schon richtig. Na, aber ja, wenn ich den Liter Blut abpumpe, dann kannst du mich, glaube ich, immer noch anstecken. Also Ach so, äh, ja, mit Sicherheit. Klar, bei, bei, diesen, bei diesen Blutspenden, die hast du völlig recht. Das, wenn du jetzt genau. dich auf Blutspende beziehst, hast du natürlich völlig recht, ja. Das heißt, wenn man das Argument nutzen wollen würde, müsste man es wahrscheinlich so machen, dass man erstmal denjenigen fragt: Wie findest du das, dass Schwule jetzt Blut spenden dürfen? Und äh, von dem ein Ja kriegen, was häufig der Fall sein wird äh, bei den Leuten, die mit diesen Argumenten Hundertprozentig. Wenn ja. du jetzt Ja hast, dann kannst du eine Menge machen, glaube ich. Ja, weil alles andere ist ja auch Diskriminierung. Ja. Ja, wenn die nicht auch Blut spenden dürfen, wäre das Diskriminierung und dann hast du sie. Also dann ist das Ding an der Stelle gelaufen. Was ist wichtiger, dass alles für alle gleich ist oder die Diskriminierung? Wie gesagt, mit, mit diesem doppelten Maßstab ist eigentlich das beste Argument, was man machen kann. Ja. Eros äh, sorry, ich habe gerade falsch gesagt. Nicht, dass alles für alle gleich ist oder äh, Sicherheit oder Schutz vor Krankheiten etc. Was ist wichtiger? Das wäre richtig. Ich habe das nicht mitbekommen. Das ist das Falsche. Das passt schon schlimmer. Erosum, zweiter Monat. Vielen Dank. Soos, Lol, Sees, Schensch, Schorsch. Ja, vielen Dank, Erosum. Hornissenest, 200 Bits. Vielen Dank. Habt ihr noch Major Eagle für die Honigwaben im Hinterkopf? Molch, Leuchtev wäre auch wünschenswert. Mit Molch, Leuchtev bin ich im Gespräch seit Monaten. Irgendwie ist das wieder eingeschlafen. Mit dem wollte ich mal quatschen sowieso. Ähm, auch das könnte man mal machen. Äh, Major Eagle habe ich noch im Hinterkopf. Ab da schwer seit Monaten nicht mehr reingeguckt, aber... Ähm, werde ich noch mal dran denken. Auf jeden ich, Fall. Ich habe auch losen Kontakt zu Major Eagle. Äh, insofern, vielleicht könnte ich da was machen. Okay. Sehr gut. Ich könnte nachher schon anschreiben. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Dann jetzt an dieser Stelle, bitte, lieber René, könntest du nochmal den Link posten? Oder ich scroll mal ganz kurz nach oben, falls ich es nicht hinbekomme. Da ist er. Ich löse auf die Umfrage. Oh, tatsächlich weniger, als ich gedacht hätte. Also, was, was sagst du schon mal? Was denkst du? Achso, du oh Gott, du siehst es sowieso schon. Alles klar. Hier, einmal die Auflösung. 70% ungeimpft, 30% geimpft. Ich hätte gedacht, das ist ein bisschen mehr Geimpfte aber naja. die Frage, ob die auch das beantworten. Ah ja, ich hätte auch gedacht, weil ich meine, so viele Leute werden gezwungen quasi. Ne? Ich kenne so viele Leute, die keinen Bock auf die Scheiße haben, aber sie haben die Impfung einfach, weil es anders nicht ging mit ihrem Job äh, oder mit anderen Plänen. Mhm, mh. Ja, Uni, ist ja mittlerweile ein Problem. Ähm, ja, ja, wundert mich auch ein bisschen. Wobei ich muss aber sagen, dass, dass ich doch ein paar jüngere Leute kenne, also jünger jetzt als meine Eltern zum Beispiel da sind dann doch auffällig viele ungeimpft. Was mich wundert, weil die meisten sind nicht so, nee, ich hab da keinen Bock drauf. Sondern irgendwie, faul, einfach faul. Ey, ich glaube, wenn ich einen Sammler dieser Etika, ich hab hier gerade BioNTech dabei, willst du? Würden, glaube ich, die meisten sagen, ja komm, Alter, dann mach fertig hier. Hab ich meine Ruhe. Ich hab auch eine Bratwurst. Wenn was? Habe auch eine Bratwurst dabei. <laughs> da musst du die, die musst mir so einen kleinen Impfgürtel so ja. mit dir umtragen und, und so einen kleinen ja. Grill. <laughs> ja, kleinen kleinen von Weber mitnehmen und dann direkt die Bratwurst frisch zubereiten. Sie, nee, jetzt bin ich verrutscht, äh, Hypnopädic-Nummer für 200 Bits, vielen Dank. Danke für die ausführlichen Ausführungen. Bin selbst genesen und danach doppelt geimpft. Hatten als komplette Familie Corona und die Schwiegereltern in Folge angesteckt, wobei der Vater einen Herzinfarkt letztes Jahr hatte. Ich persönlich verurteile niemanden, der sich nicht impfen lässt. Ähm, ja, ich hoffe, bei dir geht es geht's allen wieder gut. Ähm, Jetzt ja, war die letzte Frage. Einfach in den Live-Chat, Hypnopädik. Der Herzinfarkt hat dabei nichts mit Corona zu tun, oder? War das eine. Hat das dann zusammengewirkt oder irgendwie sowas? Oder hatte das einfach nichts mit nichts zu tun? Wenn du mal kurz hier reinschreibst, falls du gerade live dabei bist. Und dann hier nochmal die Anmerkung. Äh, was schreibe ich denn jetzt? Äh, ich glaube, er, er muss es ja sowieso hören. Äh, falls er noch da ist. Ich habe gerade nochmal hier ihn geattet. Äh, geht's gleich rüber zu YouTube. KasperCast, Hashtag NoFilter. Aber bitte einfach nur nach KasperCast suchen, sonst ist das verwirrend. Äh, und da machen wir dann Kyle Rittenhaus. Und das wird sehr viel schneller gehen, als das bis hierhin gedauert hat. Ich habe übrigens. Insgesamt mit anderthalb Stunden geplant. Ich denke jetzt so, wir sind in einer halben Stunde durch Slomo. Du musst dir keine Sorgen machen. Alles klar, alles klar. Gut, dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle erstmal verabschieden. Vielen Dank, dass ihr alle live dabei wart. Ich wünschte, ich könnte hier weitermachen. Äh, allein schon weil ich mit der Plattform hier sehr viel besser klar komme. Ich sehe jetzt YouTube uns das erste Mal von innen. Also du hast du ja immer vor der Nase. Ich noch nie. Ähm, Nochmal die Warnung: Wenn ich in zehn Minuten nicht live bin mit Slomo, dann hat es nicht geklappt. Dann machen wir das offline und ich lade es dann halt als Video hoch aber es sollte klappen. Ja. Vielen Dank und ja, hoffentlich bis gleich. Okay, jetzt ist der Stream beendet. Okay, okay, dann schließen nicht ins Studio nicht in, schließen ja. und dann auf den Fall zurück links oben. Ja. Und da müsst ihr das gleich neu Ja, das. Genau und damit sind wir jetzt live. Also sehr gute wenn Verbindung. Du jetzt auf okay, äh, ist er auf nicht gelistet, wie der eben? Jetzt. hat jetzt Nee, der ist wieder auf nicht gelistet. Okay, dann dann mach auf gelistet. Bearbeiten? Ja. Rechts oben? Ah, ähm. ich verstehe, ich verstehe. Also, ich brauche tatsächlich dieses Ding nicht. Dieses, ich, ich brauche also diesen, diesen, diesen Key, den brauche ich gar nicht, ne? Bei dir offenbar nicht. Nee, der macht dann offenbar einen, aber du musst den immer noch in diesem Fenster bei dir irgendwie starten. Alles klar. Das ist richtig, Homo. Das war früher nicht so, dass man hier noch nochmal manuell bei YouTube starten muss. Früher einfach, du machst los bei OBS und mhm, es geht mhm. Okay, kannst du mal ja. kurz gucken, ob, ob ich, ob ich live bin? Ich den Chat, ne? Ja, offenbar. Ich Tatsache. Mal. Tatsache. Ja, das wäre super. Ja, wir sind live. Alles klar. Super. Gut, hier, ach doch, jetzt kann ich den Chat hier auch sehen. Prima. Alles klar, gut. Dann erzähle ich euch jetzt auf die Schnelle ein bisschen was über Kyle Rittnerhaus. Ja, ist ja so ein typischer Fall, der bei den äh, Linksverblödeten aus Amerika, ganz klar ist, ja. White Supremacist läuft morden drum und die Polizei, statt zu schießen, sagt sie noch Hallo, wie geht's dir und so? Äh, und der Fall stellt sich, wenn man mal ein bisschen nachforscht, äh, doch etwas anders dar als äh, meistens dargestellt. Du bist ein bisschen im Bilde, eine Schlomo? Ja, also ich habe die Videos gesehen. Ich weiß ungefähr, wofür der da war. Ne? Soweit ich weiß aus medizinischen Gründen, der wollte im Endeffekt deinen Leuten irgendwie helfen. Ne? Genau, also Und angeblich kann ich natürlich nicht hundertprozentig ja, äh, genau. prüfen, ne? Aber Und die ja. Videos sind Hardcore. Also ich hätte geschossen mindestens Sekunden bevor der geschossen hat. Also mich wundert an einigen Stellen auch gen generell, was da abgeht. Also wieso verfolgst du jemanden, der äh, ein halbautomatisches Gewehr um Hals Aber egal, wir machen einfach der Reihenfolge nach. Ja, ich erzähle jetzt einfach ein bisschen was. Das Schöne jetzt ist, wir kommen jetzt auch nicht mehr durcheinander mit, mit Superchats oder so. Das sollte ja alles gar nicht möglich sein. Von daher, ich versuche den Live-Chat hier ein bisschen im Auge zu behalten. Ich erzähle einfach mal ein bisschen was. Also, um einmal als Einführung habe ich gegoogelt, Kyle Rittenhouse, waren erstmal nur englische Treffer, dann habe ich eingegeben, Kyle Rittenhouse erschossen, damit ich dann deutsche Treffer bekomme über Google News. Das war somit das Erste, was ich gefunden habe. Das lese ich euch kurz vor, wie der Tagesspiegel das dann darstellt, damit es seriöser wirkt. Mache ich die Musik noch aus. Und wir legen los. Was ist über Kyle Rittenhouse bekannt? In der Nacht zu Dienstag wird bereits eine Ausgangssperre verhängt. Wisconsins Governor Tony Evers glaubt den Einsatz der... Sorry, erlaubt den Einsatz der Nationalgarde, um lokale Einsatzkräfte zu unterstützen. Friedliche Proteste weichen in den Abendstunden den Aggressionen einzelner Demonstranten. Finde ich übrigens ganz schön, dass man darauf hinweisen muss, dass das einzelne Demonstranten waren, die sich da hier benommen haben. Ich meine, du siehst da drunter wortwörtlich ein Bild mit dem Titel Angezündete Autos in Kenosha und ich sehe da zwei, vier, sechs, das dann mit mindestens zwei Reihen. Wahrscheinlich an die 25 Autos, die da halt komplett abgefackelt sind. Das scheint ein Autohändler zu sein, weil so funktioniert ja kein Parkplatz. Ähm, ja, ein paar Demonstranten, einzelne Demonstranten, äh, die sind da ein bisschen über die Stränge geschlagen. Reporter posten auf Twitter Videos von ausgebrannten Häusern und Laden. Ladenzeilen. Am Dienstag macht sich dann der 17-jährige Kai Rittenhouse aus dem etwa 30 Minuten entfernten Antioch in Illinois auf den Weg nach Kenosha. Laut einem Bericht der Washington Post soll Rittenhouse die Schule abgebrochen haben. Mehrere Postings auf seinen Social Media Konten deuten, jetzt kommt uns das Beste, was sie haben. Ja, es muss euch immer klar sein, wenn es dann um Social Media geht und was er denn da so gepostet hat, es ist das Beste, was sie haben. Ja, wenn er dort Hakenkreuze gepostet hätte, dann wäre das jetzt der Moment, wo wir davon erfahren. Mehrere Postings auf seinen Social Media Kanälen deuten auf seine Unterstützung der Blue Lives Matter Bewegung hin. Eine Kampagne, die von Polizeibeamten initiiert wurde. Ich denke, für jemanden, der absolut ahnungslos ist, hätte man da ein bisschen mehr drauf eingehen können. Das geht da ja vor allem um diesen, diesen Clash zwischen Black Lives Matter oder was auch immer Lives Matter und auf der anderen Seite stehen halt aber die Bullen. Es ja, ist nicht so, dass, dass in Amerika keine Bullen umgelegt werden in, in aller Regelmäßigkeit. Ja, und dann setzt man halt die Betonung darauf, dass man halt auf Seiten der Polizei steht. Natürlich nicht auf Seiten der einzelnen schwarzen Schafe, das ist schon klar, ne? da werden euch alle Leute zustimmen, aber es geht vor allem darum, so ey, ich bin halt auf Seiten der Polizei. Schlummo? Ich finde den Satz davor starken Tobak, also in der Tendenziosität. Laut einem Bericht der Washington Post soll Lüttenhaus die Schule abgebrochen haben. Was spielt denn das für eine Rolle? Ja, also, das ist eine das äußerst gute wir Anmerkung. Erfahren. Ja. Wir erfahren ja nicht mal von den Vorstrafen von einem Floyd, wenn wir irgendeinen Artikel darüber, darüber lesen ja. oder so. Äh, ja. Und dass wir jetzt fucking, oh ja, Bildungsweg, den da gegangen ist, ne? da kann man ein bisschen was kritisieren. Was ist das ja, denn? Absolut. Ich werde später noch auf die Criminal Records eingehen von den Leuten, die an dieser Auseinandersetzung beteiligt waren. Das tue ich aber, weil es äh, relevant ist. Ja, es ist durchaus relevant für die Auseinandersetzung zwischen ihm und den anderen Personen, ähm, dass diese Personen teils vorbestraft waren und teils einschlägig vorbestraft. Darum erwähne ich das. Ähm, dass der die Schule abgebrochen haben soll, ist tatsächlich, schön, dass du es anmerkst, Schlomo, absolut irrelevant. Äh, hallo, SJW Tears. Ja, wir müssen Kyle Rittenhouse hier auf YouTube behandeln, einfach nur zur Sicherheit. Ich weiß nicht, weil ich nachher noch die Videos abspielen werde, ob YouTube, äh Quatsch, ob Twitch damit ein Problem hat. YouTube wiederum kann damit kein Problem haben, weil ich hier YouTube-Videos abspiele, die nicht mal ab 18 sind. Von daher sind wir hier safe. Seine Affinität zu Waffen ist ebenfalls nicht zu übersehen. Auf Videos zeigt Rittenhouse, wie er Schießübungen im Winterhof macht, mit Schusswaffen posiert und ein Sturmgewehr zusammenbaut. Zudem wird er in verschiedenen Zeitungsartikeln als Unterstützer des US-Präsidenten Donald Trump beschrieben. Die Washington Post, ich meine, auch da ist dann schon klar, was das für eine Marschrichtung ist. Bei der Ta beim Tagesspiegel, ne? also wer, wer den, den, den irren Diktator aus Amerika, wer Unterstützer von dem ist, da ist dann auch den Leser schon völlig klar, was er von Kyle Rittenhouse zu halten hat, aber das der mag ja. Waffen. Der mag Waffen in einem Land, ja. wo im Grundgesetz verankert ist, dass man Waffen haben kann, ja. in dem es eine Waffenkultur gibt. Und äh, mit einem Zudem wird das dann eingeleitet. Ne? Zudem mag er offenbar laut US-amerikanischen äh, Zeitungsartikeln auch noch Donald Trump. Also das alles kommt zusammen. Schulabbrecher mag Waffen, mag Donald Trump. Okay, also ja. irgend so ein <lacht> Redneck, <lacht> Prolet, gemeingefährliches genau. Schwein. Ja. Jetzt wissen wir das Wichtigste wissen wir jetzt auf jeden Fall. Die Washington Post berichtet von Nachbarn, die ihn als Polizeifanatiker beschreiben. Ordnungskräfte sollen seine Superhelden sein. Sag mal, Schlummer, was ist ein Polizeifanatiker? Ein Fanatiker, also ein Fanatiker ist ja jemand, der, der, der hat ja mindestens irrationale Ansätze. Du bist ja offenbar kein Anti-Polizeifanatiker, wenn du Städte in Schutt und Asche legst, nachdem äh, ein Schwarzer von irgendeinem Polizisten getötet wurde. Also da müssen wir offenbar irgendwas Heftigeres finden. Ja. Keine Ahnung. Jemand, der in diesem Konflikt auf der Seite der Polizei in Amerika stand und nicht auf der Seite der Black Lives Leute, ist wahrscheinlich dann ein Fanatiker. Ja. Was geschah in der Nacht zu Mittwoch? Ein Expertenteam der New York Times analysierte stundenlanges Filmmaterial, um die Bewegungen von Rittenhouse in der Nacht zu Mittwoch vor und während der tödlichen Schießerei zu rekonstruieren. Daraus ergibt sich dann der folgende Ablauf des Geschehens. Etwa 15 Minuten vor dem ersten Schusswechsel steht der 17-Jährige mit anderen bewaffneten Zivilisten vor einem Autohaus. Er behauptet, er würde es bewachen. Polizeibeamte fahren an der Gruppe vorbei, Rittenhouse geht mit seinem Gewehr auf ein Polizeifahrzeug zu und spricht mit den Beamten. Ähm, auch da, Rittenhouse war da bei weitem nicht der einzige Bewaffnete. Und wie ihr später sehen werdet, das Gewehr hängt einfach nur mit einem, was ist denn das? Das ist so ein Gurt ähm, bei ihm vorne am, am Bauch halt runter. Das ist jetzt nichts sonderlich Erwähnenswertes, dass er mit diesem Ding auf die Polizei zugeht. In Amerika darfst du Waffen tragen, in den meisten Bundesstaaten und den meisten Städten zumindest. Äh, das hat im Grunde genommen wenig Informationsgehalt. Also, vor allem wenn es halt nicht eingeordnet wird. Ne? Und spricht mit den Beamten, dann verlässt er das Areal. Sechs Minuten später zeigen Aufnahmen, wie er von einer nicht näher identifizierbaren Menschengruppe einige Blocks entfernt auf den Parkplatz eines anderen Autohauses gejagt wird. Die erste Schießerei beginnt. Während Rittenhouse von der Gruppe verfolgt wird, schießt ein unbekannter Mann in die Luft. Rittenhouse wendet sich dem Geräusch der Schüsse zu, als sich ein anderer Verfolger aus derselben Richtung auf ihn stürzt. Rittenhouse feuert viermal. Der 36-jährige stirbt an den Verletzungen. Ich kann ihm nicht so ganz folgen, aber ist egal. Wir klären das jetzt so gleich auf. Rittenhaus flieht vom Tatort. Mehrere Personen verfolgen ihn. Einige schreien: "Das ist der Schütze!" Rittenhouse er flieht vom Tatort. Er flieht vom Tatort, wahrscheinlich weil er Angst hat, sich verantworten zu müssen für seinen Tat. Mehrere Personen verfolgen ihn übrigens. Das ja. Ist das <laughs> ja. Einige schreien: "Da ist der Schütze!" Rittenhaus stolpert und fällt zu Boden. Er feuert vier weitere Schüsse ab, als drei Personen auf ihn zulaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Er feuert vier weitere Schüsse ab, als drei Personen auf ihn zulaufen. Darunter der 26-jährige Anthony Huber. Huber versucht, Rittenhouse mit seinem Skateboard am Schießen zu hindern. Also, das stellt übrigens nicht dar und das, was ich euch gleich zeigen werde, auch die vergessen extrem wichtige Details zu erwähnen, aber selbst die stellen das nicht so dar. Als würde da jemand mit einem Skateboard jemand anderen versuchen, am Schießen zu hindern. Der greift mit seinem Skateboard, aber dazu, dazu kommen wir gleich. Er wird in die Brust getroffen und stirbt. Ein anderer Mann mit Handfeuerwaffe wird am Arm getroffen und rennt weg. Zusätzlich zu Rittenhauses Schüssen sind mindestens 16 weitere Schüsse zu hören. Die Szenen wirken wie eine Rauferei unter Jugendlichen, mit dem Unterschied, dass dabei Menschen erschossen wurden. Was? Die Szenen wirken wie eine Rauferei unter Jugendlichen. Ja, unter ja. irgendwie 60, 70 Jugendlichen äh, auf einer Seite, auf der anderen Seite ein Jugendlicher, der von diesem fucking Mob kurz davor ist, gelüncht zu werden. Eine typische Rauferei ja, unter genau. Jugendlichen. Ja, gut, so langsam irgendwie Berlin-Neukölln ist das wahrscheinlich wirklich eine typische Rauferei unter Jugendlichen. Nur, dass die Jugendlichen hier auf beiden Seiten mit sich leuten <laughs> werden. Aber ja. Also. Rittenhouse richtet sich wieder auf und läuft mit erhobenen Armen auf Polizeiautos am Ende der Straße zu. Menschen, die die Szenerie beobachten hatten, rufen die Beamten zu, dass Rittenhouse gerade Menschen erschossen habe. Die Polizei fährt ohne anzuhalten an dem 17-Jährigen vorbei zu den Opfern. Erst am darauffolgenden Morgen wird Rittenhouse in seiner Heimatstadt Antioch festgenommen. Er soll nun wegen Mordes angeklagt werden. Äh, jetzt geht es hier um äh, Elijah Schäfer, der. Da vergessen Sie es da nicht übrigens noch zu erwähnen, dass. Äh, Ganz witzig, wo steht denn das? Nee, da steht's nicht. Ach, keine Ahnung. Äh, der Rest davon vernehme ich Jetzt kommt Trump ins Spiel. Das ist so der Hergang gemäß Spiegel, ja, wo jemand mit einem Skateboard versucht, jemand anderen ähm, am Schießen zu hindern. So, das ist Kyle Rittenhouse, wie schon erwähnt, damals 17 Jahre alt, heute glaube ich 18. Äh, kommt aus äh, äh, Illinois und äh, die ganze Action, die ihr gleich sehen werdet, die hat sich in Wisconsin abgespielt. Da war er angeblich, um einen Laden zu beschützen. Ich glaube angeblich von einem Angehörigen von seinem Onkel oder so. Ja, also vor Leuten, die diesen Laden plündern wollen und ähm, medizinische Hilfe zu leisten, wenn es denn nötig ist. Äh, bewaffnet war Kyle Rittenhouse mit einer Smith Weth Wesson äh, M&P 15. Äh, ist ein, ich weiß nicht, ob das ein Nachbau ist, aber äh, AR-15, ähnliches halbautomatisches Gewehr. Die Medien sehen alles AR-15, das kann kein ja. oder AR-15. <laughs> ja. Hier will ich euch, glaube ich, noch mal ganz kurz äh, ein Gefühl für Witten ausgeben. Also genau, da wurde er interviewt und äh, erzählt so ein bisschen, wieso er hier ist und, und was er denn fort und so weiter und ihr bekommt einen Eindruck davon, wie er da seine Waffe trägt und so weiter. And our job is to protect this business and part of my job is also to help people. If there's somebody hurt, I'm running into harm's way. Independent journalist Richie McGinnis interviewed Kyle Rittenhouse, the night police say... that's sprühe ich vor, weil das unwichtig so ist. I am from the area. What brought you up I am from the area, das ist eine Lüge. Also er kommt nicht von da, er kommt aus einem anderen Bundesstaat, der aber direkt nebenan liegt. Ja, also... Ich habe jetzt vergessen, was genau die Fahrzeit war, ich glaube 90 Minuten braucht er von zu Hause bis da. Gut, das könnte man vielleicht sogar noch als Area abtun, keine Ahnung, aber ist jetzt nicht ganz präzise. Und ich will nur mal meine kurz, kurz auf die Situation zu sprechen kommen. Was ist denn da los? Die Leute haben ihre Läden verbarrikadiert mit Sperrholz. Ja, warum denn eigentlich? Das sind doch zu das ist nicht das 97 Prozent. <laughs> das Problem ist Kyle Rittenhouse, der dem gewalttätigen Mob, vor dem die Läden in dieser Gegend sich äh, kollektiv verbarrikadiert haben, äh, der ja. davon irgendwie zwei in glasklare Selbstverteidigung kommen wir natürlich gleich noch zu, abgeknallt hat. Das ist das Problem. ist Ja, äh, äh, Vorsicht, du musst so glasklar ist es nicht, aber es gibt hier zumindest einen Trend, der zu erkennen ist, aber da, dazu kommen wir gleich. That need it. like, ja, wenn jemand verletzt ist, dann kann er sich bei ihm melden und der leistet dann erste Hilfe. I'm you. Ah, ich sehe schon, ihr hört das wahrscheinlich doppelt. Kann das sein? Ja. Ähm, Achso, das war einfach, indem ich Desktop-Audio komplett ausmache. Ups, das war keine Absicht. Jetzt sieht alles wieder. Genau, der ah. Rest ist unwichtig. Oh, Ihr habt jetzt nur kurz einen Eindruck bekommen von Kyle Rittenhouse, ne, der angeblich da war, um erste Hilfe zu leisten und äh, den Nana zu beschützen. Und äh, netter 17-Jähriger mit einem AR-15-Style. Äh, halbautomatischem Gewehr, was wie gesagt eigentlich kein Verbrechen ist. Ähm, jetzt kommen wir zu der ersten Auseinandersetzung mit jemand anderem. Äh, ich will zwei Sachen vorwegnehmen. Äh, durch das Tragen der Waffe hat er ein Class A missdemeanor begangen. Das ist äh, eine Straftat, aber, aber kein Verbrechen. Ja, also ein Missdeminer ist ein ähm, Fehlverhalten oder sowas. Er kann sogar sein, dass das mit Ordnungswidrigkeit übersetzt werden müsste. Ja, es ist jetzt nicht übelst krass. Er hätte in diesem Bundesstaat als unter 18-Jähriger keine Waffe führen dürfen. In dem Bundesstaat, aus dem er kommt, darf er das aber. Ja, was nicht heißt, dass das deswegen okay war, aber wir reden hier von einem Class A Misdemeanor, das ist eine bessere Ordnungswidrigkeit, ja, ein geringfügiges Vergehen. Ähm, vorgeworfen wird ihm jetzt Intentional Homicide in the first degree. Das setzt voraus, dass er nicht in Notwehr gehandelt hat. Ja, wenn er in Notwehr gehandelt hat, dann gilt das Ganze nicht mehr. Ähm, Notwehr heißt, es muss Gefahr für Leib und Leben bestanden haben und... Das Mittel, was er eingesetzt hat, muss in dem Moment für ihn nachvollziehbar das einzige Mittel gewesen sein, um sich vor Great Bodily Harm oder Tod zu schützen. Ja, darum geht es hier. Class A Misdemeanor ist durch, hat er begangen, gar kein Problem, das Ding ist durch. Jetzt geht es darum, ob er in Notwehr gehandelt hat oder nicht. Und das ist halt so eine Sache, die ein Worsch dann nicht anerkennen können und einen. Erwin und so weiter genauso wenig. Die Antwort ist glasklar. Glasklar für jeden zu sehen, wir wissen es nicht. Ja, die Videos, die hier gesehen werdet, die sind teils nicht sonderlich gut. Du weißt nicht genau, was da passiert. Es ist absolut klar, dass hier im Grunde genommen nichts klar ist. Aber wahrscheinlich eher Selbstverteidigung. Kommen wir zum ersten Sachverhalt. Rittenhouse walks away from the car dealership to offer medical help. Das ist ganz interessant. Hier wird er von einem Schwarz gequatscht, Der sagt sehr, ich erinnere mich doch an dich. Du hast gesagt, geh von dem Auto runter. Ja, also offensichtlich hat Rittenhouse da, ich nehme jetzt mal an, wenn du jemandem sagst, so geh von dem Auto runter, dass du da gewissermaßen für Ordnung gesorgt hast. Also, wieso ist denn jemand auf einem Auto drauf? Aber. Das ist nur eine Nebensächlichkeit. Also, er soll die Waffe wohl ab, also ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, auf jemanden gerichtet oder zumindest hochgehalten hat. Äh, hochgehalten haben und jemandem angewiesen haben von diesem was auch immer für ein Auto das war kein Mensch hat irgendwas auf einem Auto zu suchen ähm, zu sagen komm mal runter da Rosenbaum und Rittenhouse each make their way to a nearby gas station Rosenbaum Joseph Rosenbaum von dem ihr gerade zum ersten Mal gehört hat ist das erste Opfer von Rittenhouse ja. Officers prevent Rittenhouse from returning to his original post At 11.44, police scanners report people trying to burn vehicles at another lot owned by CarSource. Dispatchers urge police to use caution. We've seen at least four people with handguns running around here. Two minutes later, Rittenhouse hurries away from the gas station holding a fire extinguisher. let He slows to a walk. Also. Rittenhaus läuft dort mit einem Feuerlöscher vor jemandem oder etwas weg. Rosenbaum, walking in the same direction, begins to run towards Rittenhaus. Okay, Rosenbaum rennt in die Richtung, ich weiß nicht, ob er auf ihn zurennt, ob er genau ihn im Blick hat, aber er rennt Richtung Rittenhaus. Und jetzt, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, kann es leider nicht größer machen, ja, links seht ihr Rittenhaus, rechts seht ihr Rosenbaum. Rosenbaum hat eine Tüte in der Hand, die er, also er rennt dort Rittenhaus hinterher. Rittenhaus, nochmal, ist bewaffnet mit einem automatischen Gewehr. Anstatt auf irgendjemanden zu schießen, rennt er weg vor jemandem. Und zwar vor Joseph Rosenbaum, der ihn jetzt mit einer Tüte bewerfen wird, wo Inhalte von seinem letzten Krankenhausaufenthalt oder sowas drin sind. Es sieht noch ein paar andere Leute, ne? Also dahinter waren ja noch ein paar in Bewegung, wie ich das sehe. Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Ja, da rennen noch ein paar weitere Leute, du hast völlig recht. Ähm, wenn er schon mal zu gesagt hat, so komm runter von dem Auto, dann kannst du dir forschen, das wäre jetzt meine erste Annahme, dass er dann ein paar Leuten die Party versaut hat. Ich glaube übrigens auch nicht, dass er diesen Feuerlöscher in hatte, mit dem er da durch die gerannt ist, weil er jemanden daran hindern wollte, ein Feuer zu löschen oder so. Ich nehme jetzt mal eher an, ja, wenn Rittenhouse jemand ist, der wiedererkannt wird, weil er jemand anderen von einem Auto runtergeholt hat oder herunterbefohlen hat, dass er den Feuerlöscher vermutlich ursprünglich eher in der Hand hatte, um ein Feuer zu löschen. Das können wir aber an dieser Stelle unmöglich klären. Und jetzt gleich kommt es zu äh, ja, dem, dem, dem im Grunde genommen alles entscheidende Moment, weil alles, was dann folgt, ist Konsequenz von dem, was jetzt hier passiert. I fires Four other shots explode. And Rosenbaum falls. und wie ihr seht, wir sehen gar nichts. Ein Worsch und ein Erwin, die wissen natürlich trotzdem, dass Rittenhouse. Ach, von äh, dem Ding gibt es keine nähere Aufnahme. Okay, nein. gut, da habe ich bisher nur andere Sachen gesehen. Ja, mhm. du, du meinst wahrscheinlich das zweite Ding, dazu kommen wir gleich, aber das ist ich nicht. zwei Dinger gesehen. Also ich habe äh, die, wo zwei Leute erwischt hat. Ja, dann, dann, dann dazu so kommen wir. Hier erwischt er nur einen. Das Ding ist damit durch. Ja? Und. Hier muss jetzt endlich die Frage gestellt, geklärt werden: War das Selbstverteidigung oder war es das nicht? Wenn es das war, dann ist alles, was in Folge passiert ist, ebenfalls Selbstverteidigung. Denn dass er gleich gejagt wird von einem aufgebrachten Mob, ja, hängt ja damit zusammen, dass er sich entweder rechtmäßig verteidigt hat oder nicht. Und alles, was folgt, also das steht ja auch auf eigenen Füßen. Dieser Mob könnte ihn ja auch jagen, weil er 30 Welpen umgebracht hat. Das spielt ja keine Rolle. Er ja. hat trotzdem das Recht in dem Moment sein. Nee, nee ist tatsächlich so. Also, wenn, wenn er hier ein, ein äh, Intentional Homicide in the First Degree begangen hätte und die Leute ihn deswegen jagen, weil sie ihn ähm, festnehmen oder, oder äh, festhalten wollen, bis die ja, Polizei eintritt. Aber der Typ mit dem Sk äh, Skateboard, da zieht das nicht mehr. Der wollte den Typen umbringen. Also. Ja, du, ich vermute fast in Amerika, kannst du da ein Ding daraus machen für mich? Naja, ich wollte ihn halt K.O. schlanken, damit ihn die Polizei dann verhaften kann. Es hängt tatsächlich genau davon ab, ob das, was hier gerade lief, äh, Selbstverteidigung war oder nicht. Da, das ist auch das Einzige, was irgendwie zur Debatte steht. Alles, was gleich kommt, ist sowas von glasklar. Darüber kann man sich nicht streiten. Aber war das hier ein Mord, dann haben die Leute ihn rechtmäßig verfolgt. Und wenn dich jemand rechtmäßig verfolgt und dich zu Boden bringen will, dich festhalten will, ne, warten will, bis die Polizei eintritt, oder, 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 dann darfst du auf diesenjenigen natürlich nicht schießen. Also, dass es ein Mord auch hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht war, das kann ich dir so sagen. Der Typ schmeißt Sachen auf den, der Typ läuft hinterher, er rennt vor dem Typen weg. Ja. Äh, ich halte es für unwahrscheinlich, dass er sich da irgendwann gesagt hat, warte mal, äh, ich will den Typen doch töten, und zwar nicht aus Angst um mein Leben, sondern einfach weil ich den Typen töten will, bum, bum. So das ist, es. ist so unwahrscheinlich, dass ich die Möglichkeit außer Acht so lassen kann. Wenn, dann ist es irgendwie ja, keine Ahnung, Manslaughter, drittes Degree, irgendwas in dem Stil wäre noch auf dem Tisch. Aber Mord ist vom Tisch mit dem, was vorher passiert ist. Ich würde die Gelegenheit direkt nutzen, dir Joseph Rosenbaum vorzustellen, der ihn dort Rennen verfolgt hat nochmal. Da rennt ein, ich glaube Rosenbaum ist 35 oder so, rennt einem 17-Jährigen hinterher, der wiederum mit einem halbautomatischen Gewehr bewaffnet ist. Also Warum jagst du so jemanden? Es wird dafür irgendeinen Grund geben. Ja? Zur Verteidigung komme ich nachher auch noch, aber kurz zur Persona Joseph Rosenbaum. Hier sehen wir ihn, ich glaube, so ungefähr eine halbe Stunde zuvor. Das ist der kleine Mann da mit Napoleon-Komplex und dem dunkelroten T-Shirt und der Glatze. Der ohne Rucksack, der, der direkt hinter dem mit Rucksack steht. Jetzt bitte genau hinnörn, Schlomo. Ja? Shoot me, nigger. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Mhm. Sehr sympathischer Typ. Was da übrigens geschehen ist, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, mit wem er da redet. Äh, der Typ scheint öffentlich nicht ganz normal im Kopf zu sein. Kommen wir zu den Vorstrafen. Das sind diese hier. Ihr seht hier mal rechts. Guilty, 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 guilty. Äh, häufig minor, häufig Major, äh, unter anderem äh, Rosenbaum, ebenfalls, warte kurz, verurteilter Sexualstraftäter, ganz kurz, es ist mittlerweile schon vier Stunden her, dass ich mich mit der Scheiße beschäftigt habe, um, wir müssen es anders machen, wir müssen einfach hier reingucken. Also, Assault ist ein tätlicher Angriff. Ja? Wenn wir jetzt nur mal Assault gucken, dann hat er hier irgendeinen Mitarbeiter von irgendwas angegriffen. Ist da also das sind alles Schuldsprüche? Ja, 2010 zweimal äh, Drogenbesitz, äh, Arson. Da hat er offensichtlich ein Feuer gelegt. 2009 äh, Tampering with security safety devices. Keine Ahnung, was das ist. Assault schon wieder, Assault schon wieder, Assault schon wieder, Assault schon wieder, Assault und Staff schon wieder. Da, da hat er das Tampering noch mal. Uh, disobeying order, okay, das würde jetzt auch in meiner Vergehen, also nicht ganz so dolle. Uh, disobeying order, disobeying order. Assault with weapon. Guilty. Major. Also ein tätlicher Angriff mit einer Waffe. Den, Echt, die erste Frage, die wirkliche Frage, die sich hieraus ergibt, ist: wie zum Fick läuft der Typ noch frei rum, ne? Das kann eigentlich nur daran liegen, dass das irgendein, keine Ahnung, demokratisch regierte Bezirk da ist mit einer Clowns-Justiz <laughs> oder irgendwas. Ja. Also, ich meine, ja. wenn, du, wenn du jährlich mehrere tätliche Angriffe gelegentlich auch mit Waffen auf Leute begehst, dann auch Aßen, ne, Brandstiftung und so einen Scheiß, da, dann ist es nicht normal, dass man dich einfach, wenn das ein kontinuierendes Ding ist, frei rumlaufen lässt. Ja. Das, das Geilstreben 2003 begann die Karriere mit Disrespect. Ebenfalls äh, schuldig aber ein Meiner Vergehen. Ja, alles in allem zusammen 40 äh, Dinger, die hier zu stehen hat. Jetzt muss ich ganz suchen, was das saftigste ist. Ich, ja, genau. There was a Joseph Rosenbaum on the Sex Offender Registry in the State of Wisconsin. Also der gute Mann, das müsste doch hier auch irgendwo drin stehen. Ich glaube, der hat eine minderjährige ist sexuell straffällig geworden in Zusammenhang mit einer N Minderjährigen, aber das sehe ich jetzt hier gerade aus dieser Akte leider nicht raus. Das ist ja allgemein so ein kleineres Muster bei diesen Leuten aus dieser Ecke. Ja, ja. hier übrigens die Akte mit dem Disorderly Conduct, ah, oh, das Domestic Abuse übrigens auch, äh, zwei Fälle, wenn ich das richtig sehe. Äh, Battery ist, glaube ich, wenn du auf deine Freundin einprügelst und äh, Domestic Abuse ist ähm, alles, was, glaube ich, vor Prügeln steht. Ja, also, ähm, dieser Mann war ein Stück Scheiße. Und ich nehme an, dass dieser Mann, und jetzt habe ich das gute Video von ihm schon weggemacht, wo er ihn auffordert, ihn zu erschießen, also nicht Rittenhouse, sondern irgendjemand auffordert, ihn zu erschießen. Wozu führt uns das jetzt? Wir können diesen Video wenig sehen. Was wir sehen ist, dass Rosenbaum Kai Rittenhouse offensichtlich in bösartiger Absicht verfolgt. Sonst renne ich jemandem, der bewaffnet ist, nicht hinterher und werfe noch das Nächstbeste, was ich greifen kann, in dem Fall seine Scheiß-Tüte, hinter dieser Person her. Ja, und jage sie dann übrigens. Wir kommen an der Stelle direkt mal zur Verteidigung. Wo sind die? Ne, da müssen wir später hinkommen. Äh, die Verteidigung sagt übrigens folgendes: When Rosenbaum, who was unarmed, finally cornered Rittenhouse, also als er ihn in die Ecke gedrängt hatte, wo Rittenhouse für sich keinen Ausweg mehr gesehen hat, he grabbed for the teenager's gun. Das ist das, worauf sich die Verteidigung aktu aktuell beruft. Und ich habe nichts gesehen, was das Ganze ad absurdum führen würde oder so. Das würde genau ins Bild passen. Das größte Problem von Kyle Rittenhouse, in anderen Worten, ist, dass er nicht in dem Moment, den wir gesehen haben auf der Kamera, wo er weggelaufen ist, stehen geblieben ist, dem Typen gesagt hat: Lass mich in Ruhe. Wenn er nicht in Ruhe gelassen hat, dann die Waffe gehoben hat, nochmal gesagt hat: Lass mich in Ruhe, darauf wartet, dass er danach greift und ihn dann abknallt. Da hätten wir es nämlich auf Kamera und die Sache wäre klar. Ja. Sollen wir es nicht und ich möchte das dann noch nochmal betonen das heißt nicht dass wir wissen was da los war aber es fügt sich alles zusammen in ein stimmiges bild wonach dort wahrscheinlich in self-defense gehandelt wurde wahrscheinlich was bleibt das heißt, es dieser, also ist dieser class äh, a misdemeanor weil er die Waffe nicht hätte führen dürfen er hätte sie aber einsetzen dürfen in so einem fall Er ja, aber nicht führen was aber nicht heißt, dass so deswegen den absurden fokus betonen ne? allein dass wir jetzt noch darüber reden, dass das überhaupt ein Faktor ist, was da jemand, der da war, um vor dem Mob, der alles niederbrennt, 40 Leute insgesamt bei diesen Aufständen getötet hat in Amerika, was da jemand macht, um vom Familienmitglied deinen Shop zu verteidigen, dass dabei Leute zu Tode kommen, das ist absurd. Das ist absurd, ja. dass das noch irgendein Thema ist. Absolut. Alles sollte sich eigentlich fokussieren auf, wie, was ist los da, dass ein fucking gewalttätiger Mob durch die Straßen zieht und alles. Ich guck, guck dir das Ding da im Hintergrund an. Die haben ihre Scheiße auch mit Sperrholz zugemacht. Das <laughs> wenn wenn, warum? wenn ein, ein fucking, eine fucking Stadt sich mit Sperrholz äh, verbarrikadiert, dann interessiert mich, warum die sich mit Sperrholz äh, verbarrikadiert und nicht, was. Irgendwie äh, halb, ganz oder dreiviertel gerechtfertigterweise ge äh, gerecht, gemacht wurde, mit einem der Gründe, aus dem sich diese Stadt mit Speerholz verbarrikadiert. Ja, so ist es. Jens Pickenpack schreibt gerade, er durfte sie führen, nee, durfte er nicht, also nicht in diese Bundesstadt. In Wisconsin hätte er diese Waffe erst mit 18 Jahren führen dürfen. 18 Jahre war er nicht alt. Das ist amtlich, dass das ein Class A-Missdemeaner war. Aber wie gesagt, keine große Sache, das ist mit Ordnungswidrigkeit zu übersetzen. Von da alles in Ordnung. Wir machen hier noch ganz kurz weiter. Übrigens, nicht alle Schüsse, die dort hört, werden von Rittenhouse abgegeben. Das ist schwer zu wissen, wer da was abgibt. Er gibt mindestens einen ab und trifft Rosenbaum tödlich in den Kopf. Äh, alle anderen Schüsse sind nach meinem aktuellen Kenntnisstand nicht zuzuordnen. Man weiß es nicht. Ja, da müsste jetzt dann Erwin sagen, ähm, ja, was wollte er denn jetzt? Also den, den er erschießen wollte, weil er einfach nur jemanden umbringen wollte, jetzt nochmal aus der Nähe sehen oder was? Oder ist das gerade Panikmodus und er denkt sich, scheiße, Alter, ich hoffe, dem geht's gut oder Scheißalter, wie schlimm ist denn der zugerechnet oder oder oder, äh, zugerichtet oder oder oder, ja? He calls black, according to court records, then runs away. An der Stelle breche ich ab, weil sie jetzt, ich meine, ihr könnt jetzt das Video gerne reinziehen, von der Washington Post, wie ihr seht, nicht mal ab 18, ähm, weil jetzt gehen sie halt ganz nah ran an Rosenbaum äh, und der verstirbt mehr oder weniger in diesem Moment, wo da die Kameras auf ihn gehalten werden. Äh, der ist tödlich getroffen worden. Man hört es auch schon etwas, nur im Hintergrund sammelt sich dann langsam eine Art Mob. So ist es. So ist es. Der wird auch gleich noch wichtig. Denn Rittenhouse entfernt sich, wie ihr gesehen habt, von Tatort und äh, ja, rennt weg. Dann brechen die Videosequenzen, die wir haben, ab. Aber äh, es kann sich dabei nur um Sekunden oder wenige Minuten handeln. Das ist nicht so, dass das, was ihr jetzt seht, irgendwie drei Stunden später war. Ja? Die Leute, die da gleich hinterher rennen, das werdet ihr gleich sehen, die. Äh, wissen, wer er ist. Also die wissen, dass er derjenige ist, der gerade die Schüsse auf den anderen abgegeben hat, der dort gerade versorgt wird. In ähm, dem Video, was ich gerade zugemacht habe, sieht ihr noch, dass die Polizei halt auch schon informiert wurde und der wurde in so einen äh, schwarzen Pick-up-Truck geladen und dann irgendwie zur Polizei gebracht oder so, aber er hat es nicht überlebt. Also Rosenbaum ist tot, Kyle entfernt sich rennend vom Tatort und kommt wenige Sekunden oder Minuten später hier an. Rittenhouse rennt hier mit seiner Waffe gen Boden gerichtet Richtung Polizei. Das könnt ihr jetzt noch nicht sehen, aber ihr werdet später sehen, dass es nicht zu übersehen ist, dass er dort auf die Polizei zu rennt. Denn da stehen, ich weiß nicht, ich meine fünf große Polizeiwagen, darunter so ein, so ein panzerähnliches Teil. Äh, Rittenhouse rennt hier auf die Polizei zu, ohne nach hinten zu gucken, ob Piu ein bisschen auf die Leute zu ballern oder ähnliches. Ja? Mit der Waffe auf den Boden gerichtet rennt er zur Polizei. Das ist exakt das, was ich erwarten würde, wenn du gerade jemanden in Self-Defense erschossen hast. Dreht sich um, um zu gucken, denn die Leute rufen ja. Ich weiß ob da gerade schon gerufen wurde. Get him oder irgendwie sowas. Ja. Get him! Und zack, da kommt die erste Bombe. Ob die landet, weiß ich nicht. Ein. Worsch und ein Erwin würden wissen, dass die nicht gelandet ist und Kyle Rittenhaus äh, direkt davor den hitler gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie landet. Ja, jedenfalls holt er jemand aus, schlägt zu und gleich werdet ihr sehen, dass dem Kyle die Mütze vom Kopf fliegt. Hey, hey. oh, oh, oh. ja. Kyle rennt, rennt weiter okay. und stürzt jetzt. Ohne Fremdverschulden, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob er gerade eine kassiert hat und die wird jetzt ein bisschen schwindig und deswegen stürzt er. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er jetzt nicht nochmal einen Tritt oder so aber bekommen. Er stürzt einfach. Mehr wissen wir nicht. Liegt auf dem Boden und direkt ist schon jemand da. Angriffsbereit. Auf ihn rauf springen oder zuschlagen oder irgendwas. Was ist denn sonst der Grund, wieso ich mich jemandem rennend auf einen Meter näher nähe, nähere? Jemanden denn auf einen Meter Näher, ist der Satz korrekt? Mhm. Ähm, der am Boden liegt. Und jetzt seht ihr, richtet Rittenhouse gleich seine Waffe auf genau diese Person. Gibt keinen Schuss ab! Die Poliz äh, Quatsch, die Person erkennt den Ernst der Lage, der Typ hat eine Waffe und weicht zurück. Der, den ihr dort jetzt seht, der erkennt den Ernst der Lage nicht. Springt auf Rittenhouse raus, rauf, äh, ein oder zwei Schüsse lösen sich. Den hat es, glaube ich, erwischt und der ist tot. Genau. Das ist der nächste, der gestorben ist. Das ist. Oh, nee, jetzt habe ich das Falsche. Doch. Das ist Anthony M. Huber. Kurz zu seinen Vorstrafen. Der gute Mann äh, hat hier Domestic Abuse und zwar zweimal. Äh, irgendwas als Repeater, also irgendwas hat er mehrfach begangen. Äh, Disorderly Conduct, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Äh, second degree recklessly endangering safety felony G-Charge, okay, dismissed, das ist nicht ganz so wichtig, Nutzung einer gefährlichen Waffe, domestic abuse, also da wird er seine Freundin zu Hause zusammengelatzt haben, äh, Strangulation, äh, was ist das, strangulieren ist würgen und äh, suffocation ist, ähm, jemand die Luft, genau, dankeschön, äh, ersticken, äh, Guilty Plea. Wenn ich das richtig sehe, hat er sich da schuldig bekannt. Hier ja, haben wir nochmal Domestic Abuse, Use of a Dangerous Weapon. Ne, Das wiederholt sich alles. Diese Leute, das sind richtige Abfallmenschen, mit denen er es da zu tun hatte. Und auch der war, glaube ich, ein registrierter Sexualstraftäter. Bin nicht ganz sicher. Ach so. Nee, zu dem kommen wir zum Schluss. So. Ich meine, das ist halt der scheiß Mob, der zusammenkommt. Das sind irgendwelche ja. Leute. Ja, jetzt machen wir hier die große Gewalt-Gaudi. Würde man ja eigentlich fast erwarten. Ja, also so, so, so richtige Abfallmenschen einfach. Da ist übrigens der, der ihn mit dem Skateboard versucht am Schießen zu hindern. Ja, ein weiterer Schuss löst sich. Der Skateboardfahrer wird übrigens nicht getroffen. Und das war der letzte Schuss, den Kyle Rittenhouse abgeben sollte. In dem Video, was ich, habe ich das überhaupt noch offen? Nee, hab ich nicht. Darauf würde ich am Ende verweisen. Äh, ist ganz interessant. Ich, ich glaube, das war das Washington Post-Video, wo die irgendwie vergessen, Schlomo. Warum auch immer sie es vergessen, zu erwähnen, dass der, dem er dort gerade übrigens in den Arm geschossen hat, in den Bizeps, sauberer geht es nicht. Was hatte der in der Hand, Schlomo? Eine Knallrate in der Hand. Richtig. Der hatte eine Schusswaffe in der Hand, eine Pistole, die er auf. Übrigens, ich hätte jetzt mein fucking Magazin in den Typen entleert. Also wenn er Knarren in der Hand hat? Äh, ja, also allein, wir, allein schon wegen Panikmodus. Ja, 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 absolut. Wenn am Boden liegend mehrere Personen springen auf dich auf und einer richtet seine Handfeuerwaffe auf dich. Ich meine, das muss im Videospiel erstmal hinbekommen, ne? Einen von ja. deinen Gegnern nur zu entwaffnen. Ey, Alter, sauber geht es nicht. Ich hoffe, ihr könnt jetzt die Waffe erkennen. Also, wenn nicht, macht euch das Video im ihr seht ja unten die Quelle, ne? Macht's Vollbild, äh, zoomt mal noch ein bisschen ran. Äh, es ist äh, ohne jeden Zweifel so, dass dieser Mann seine Schusswaffe auf Kyle gerichtet hat oder kurz davor war, sie auf ihn zu richten. Auf jeden Fall gezogen. Kyler kennt das und schießt ihm also in die Bizeps. Sauberer Wäre es nicht gegangen. Gibt einen Schuss ab, damit ist die Gefahr gebannt. Und der Getroffene zieht sich zurück. Ich muss dich übrigens in einer Sache korrigieren: Der Typ mit dem Skateboard, der liegt da ja auch, ne? Also, es kann sein, dass du gerade gesagt hast, äh, ja. zwei Schüsse vorher, ja, äh, dass der Falsche getroffen wurde. Der Typ mit dem Skateboard wurde auf jeden Fall getroffen, der liegt da auf jeden Fall. Warte, ganz kurz? Du hast recht, du hast recht. Den ersten, sorry ich hab's verwechselt, genau. Der erste, der auf ihn raufspringt und sich zwei Schüsse lösen, das ist der, der jetzt hier gerade groß im Bild zu sehen ist, den hat er gar nicht getroffen. Den Skateboard-Typ, der ihn am Schießen hindern wollte mit seinem Skateboard, äh, den hat er äh, tödlich getroffen, richtig. Das war äh, der gute Herr äh, Anthony M. Huber, den er da tödlich getroffen hat. Und der dritte ist halt der, den er nicht tödlich trifft, sondern nur in den Bizeps. Äh, der die Schusswaffe offenrichtet. Äh, übrigens, der Herr Großkreuz, so heißt der, in dessen Bizeps, äh, jetzt habe ich mir die Quelle dazu gemacht. Schade. Der ist ebenfalls äh, verurteilter Verbrecher, also äh, ich nehme an, das ist die Übersetzung, er ist, ähm, hat äh, mal einen Döner geworfen. <laughs> äh, was Kevin er gemacht hat. Toll, ne? Ja, ja, klar, von, von der Kreuzung hier. in Prenzlauer Berg oder was? Nee, nee, Kevin Großkreuz, der Fußballer. Ach der, so. der hat ja ein oder sogar mehrere Male Döner geworfen. Das war immer so ein Running Gag. Wie hat er das wirklich gemacht? Ja, yeah, der hat das gemacht. Und, äh, der hat äh, mal irgendwo hin, hin uh, uriniert. Der war so ein bisschen. Ach, das war Alkohol so ein Arzt, oder was echt, ja? Ja, ja, genau. Hat bei Köln gespielt, sogar zeitweise Nationalmannschaft. Alter, Alter. Ähm, Großkreuz war ähm, felony ist das Wort und das erste ist äh, convicted. Ein convicted Felon. Nach meinem Kenntnisstand ist die Übersetzung ein verurteilter Verbrecher, der hätte übrigens keine Waffe führen dürfen. Der begeht dort übrigens die nächsten Felony, das nächste Verbrechen. Diese Schusswaffe hätte er gar nicht führen dürfen. Ja, das nur am Rande. Ja, da hat er die Waffe noch kurz gehoben. Das macht ja auch Sinn, denn er hört von dort hinten Schüsse, aber er schießt nicht. Und dann war ein Riesenkritikpunkt von, von Worsch und Co., dass er einfach so, nachdem er Leute erschossen hat, zur Polizei gehen konnte und die haben ihn gar nicht niedergeknüppelt und auch nicht niedergeschossen oder ähnliches. Sagen wir, was wollen die denn machen? Wenn da jemand mit der Waffe auf die zuläuft, die Richtung Boden gerichtet ist, ja, und offensichtlich auf die zuläuft im Sinne von, hallo, hier, ich möchte auf mich aufmerksam machen, was sollen sie denn machen? Einfach losballern? Das offenbart eigentlich auch schon eine Menge, ne? Also, das offenbart für mich so ein bisschen, eigentlich wollen diese Leute uns umbringen. Also, dieses, oh, schade, jetzt hat's den nicht erwischt, äh, der hätte getötet werden müssen. Äh, eine gewisse Blutlust kommt da zum Vorschein. Ja, ja. Äh, wenn ich das richtig sehe, genau. Also, hier hält er die Waffe, wie heißt denn das, hinten am, was ist denn, ein Schaft oder so? Diese, 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 was du dir an die Schulter randrückst, heißt wahrscheinlich, ich schafft, keine Ahnung. Daran oder an nichts anderem hält er seine Waffe fest. Das signalisiert natürlich auch der Polizei. Der Typ ist nicht kurz davor, auf uns zu schießen. Ja, der müsste erst mal die Waffe vernünftig greifen. Du signalisierst damit, ich stelle für euch, liebe Polizei, keine Gefahr dar. Dass wir jetzt ernsthaft uns den Punkt vornehmen, warum hat die Polizei nicht erschossen? Ja. <laughs> ja. Hebt die Hände. Tu das noch mal. Ja, was wollt ihr eigentlich? So eine Geschichte ist übrigens so, dass die Polizei an ihm vorbeifährt, ähm, um zu der Stelle zu fahren, wo sie jetzt Verletzte vermuten, also korrekterweise Verletzte vermuten, und ihn aber gar nicht erst festnehmen. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen chaotisch. Der ist ja dann am Folgetag bei sich zu Hause festgenommen worden. Ja, äh, ja das war die Geschichte Rittenhouse. Was ist das Beste, was sie haben? Warum erzählt denn Erwin, dass der Typ ein Proudboy ist? Er ist kein Proudboy, war nie ein Proudboy. Es gab aber, nachdem er mit Kau auf Kaution freigelassen wurde, ist er in irgendeiner Bar gewesen. Ich nehme an, da wurde er eingeladen. Der hat auch mittlerweile ein paar Fans gesammelt, zum Beispiel, weil er dem letzten Typen so zielsicher in den, wobei ich natürlich nicht weiß, ob das Absicht war oder nicht, Ja, aber zielsicher in den Bizeps geschossen hat, ohne größeren Schaden anzuwenden, dafür zu sorgen, dass diese Person für ihn selber keine Gefahr mehr darstellt. Ja, und das haben natürlich einige Leute gefeiert. Und wenn die Presse dich zerreißt, äh, dann sind da natürlich nur noch Leute wie Proud Boys oder Leute aus dem Dunstkreis, die sagen so: Hey, du bist ein cooler Typ, ne? hast du Bock, mit uns in eine Bar zu gehen. Ähm, die Proud Boys auch nicht, wie Erwin euch erzählt hat, äh, eine faschistische Organisation, irgendwas. Also alles, was Erwin, ja, glaube ich, irgendwie. von denen. Also. Ja, ja, immer noch. Der, der, der Kubaner, ne? Immer. Ja. Mhm. Du wenn FBI-Informant, wusstest du das? wusste ich nicht, wusste der, äh, nicht. wie heißt Torres heißt er glaube ich. Ja, ist so vor einem halben Jahr dass ist der rausgekommen. Äh, das ist also rausgekommen. die Proud Boys sind amerikanische Patrioten, die keinen Fick auf Rasse geben, also das ganze neonazi extremisten ding kannst du direkt vergessen, äh, die keinen Bock haben auf diese Antifa-Gewalt, die wir da sehen und sich dem gegenüber wehren. Ja. So kann man das eigentlich zusammenfassen. Ja. Und das unschönste, was es halt gibt von den Proud Boys, ist ein Video, das findet ihr bei All Gas No Breaks. Äh, und da gibt's zwei Proud Boys, glaube ich, die über die Strenge schlagen. Warum weiß man nicht in dem Video? Aber da einen äh, Journalisten oder Fotografen oder was äh, jagen und, und beinstellen und, und schubsen, aber jetzt nicht auf den einprügeln und eintreten oder was. Das sind unschuldige Bilder. Ich kenne die allerdings nicht, aber ich nehme mal an, das ist völliger. Äh, also das ist bescheuert, was da abgeht. Ja. Ansonsten haben die sich auf die Fahne geschrieben, dass sie. Äh, genau dahin gehen, wo Demos drohen, von Antifa und Co. gesprengt zu werden, um diese Demos zu beschützen. Weil der amerikanische Staat ja mit der Polizei die Sache nicht unter Kontrolle hat. Ja, deswegen müssen da Privatpersonen. Ja Bitte? Ich meine, guck dir das an, guck dir das an, das haben wir ja gerade gesehen. Die, die Leute haben so viel Vertrauen noch in die Polizei in Amerika und den Ausschreitungen, dass sie alles verbarrikadieren. Das sieht ja aus, wie bei IKEA da so viel Holz wieder steht. So, um das kurz aufzuklären, warum sagt Erwin sowas, dass äh, er ein Proud Boy ist und natürlich auch ein White Supremacist und weiß ich was. Es gibt dieses eine Foto hier von diesem Besuch in der Bar und hast du schon gesehen, was der äh, Karl Rittenhouse da macht, Schlomo? Ja, er macht das Okay-Zeichen. Ja, so hieß es ja einst. Ja, hier NPR, the UK hand gesture is now listed as a, <laughs> Alter, es ist so lächerlich, as a symbol of hate. Jetzt fragt sich der normale Mensch, sag mal, äh, wie, wie, wie verstehe ich nicht? Also, ich weiß nicht, ob du einen Tauchschein hast, Schlomo. Äh, das ist beim Tauchen zum Beispiel, also da darfst du den Daumen nicht hoch machen, weil Daumen hoch heißt auftauchen. Ja, das hier heißt alles in Ordnung, das hier heißt okay. Ja, naja, und um kurz mal die Geschichte zu erläutern, weil einige Leute mögen das vielleicht nicht wissen, das ist die sogenannte, oder geht zurück auf die Operation OKKK, die auf 4 gestartet wurde. Und dort war explizit die Anweisung, dass wir jetzt Twitter und andere soziale Medien. Und Webseiten fluten werden mit der Nachricht, dass das OK-Handzeichen okay ein Symbol of White Supremacy ist, denn, und das ist grotesk, ihr seht es hier gleich in groß, man hier ein W draus machen könnte und da ein P. Und dann steht das, das für White Power. Die... Dasselbe haben sie auch versucht mit äh, Hashtag, Hashtag, ne? Hat leider nicht so gut funktioniert. Sie wollten den Hashtag ja. zu einem. Ja, äh, ja, die, die Dings hier, die äh, Pride Flag, auch die Conservative Pride, Pride Flag. Genau, die war genau. auch äh, Mixedes. Äh, äh, Separate is Beautiful. Ja, genau, Mixedes AG oder so ähnlich, ja. Und ja. dann Leute wie die ADL haben sich da natürlich draufgeworfen. Also ADL kann sich vorstellen als weltweite Amadeo Antonio Stiftung, äh, die eigentlich versuchen alles zu verbieten, was in irgendeiner Weise von Konservativen benutzt wird. Äh, Pepe den Frosch haben sie auch verboten oder nicht verboten, aber eingesortiert als Hate Symbol, damit wir halt solche schönen Artikel dann lesen können. Äh, ja, ja, ist ein abgekartetes Spiel. Also ich meine, welches konservative Symbol ist denn kein Hasssymbol? Wirst du keins finden? Ja, dann. alle, alle. Jetzt natürlich trotzdem die Frage, warum macht er dieses Symbol? Warum machen die Proud Boys dieses Symbol? Warum habe ich schon andere Menschen dieses Symbol machen sehen? Das ist mittlerweile geworden von Proud Boys und Co., auch durchaus in der deutschen äh, YouTube-Szene. Das ist ein Fickt euch. Und zwar eins an, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, das ist immer noch, mir ist schon klar, dass ihr mir erzählen wollt, das heißt White Power. Aber für mich. Und für alle, die das anwenden, ist das einfach nur ein Mittelfinger an Vereine wie die ADL zum Beispiel, die sich von Fortschritt trollen lassen. In das heißt White Power, weil ich da ein W erkennen könnte und dann ein P. Ja, man nimmt darauf schon Bezug. Auch äh, Kyrillos wird wissen, was die ADL von diesem Handzeichen heute hält. Aber das heißt immer noch nicht, dass er das dann nutzt als White Power Handzeichen. Das ist ein Mittelfinger, den er zum Beispiel der ADL entgegensteckt oder Ne, wie wir das hier bei der Amadeo Antonio Stiftung halt zur Hand haben. So, das ist der aktuelle Stand bis vor einer Woche gewesen. Ja, also ich hoffe, ihr habt alle verstanden, dass da nichts hundertprozentig eindeutig klar ist, aber aller Wahrscheinlichkeit nach äh, ist der, die, der Zusammenstoß da mit Rosenbaum vermutlich. Selbstverteidigung gewesen, alles andere war dann glasklar Selbstverteidigung. Wenn ich Oder auf dich Aus moralischer rauch... Sicht, also für mich hätte der sich umdrehen können, den abknallen können, in dem Moment, wo er ihm hinterhergelaufen ist und ihn beworfen hat mit Sachen. Also aus moralischer Sicht existiert für mich überhaupt kein Zweifel. Äh, gut, also kann ich nachvollziehen. Ähm, jetzt wüsste ich natürlich mit Moral für Gericht nicht verteidigen können, aber ne, die Verteilung, ich habe euch das vorhin vorgelesen, die sagt ja, dass er. Die Ecke gedrängt wurde und keinen anderen Ausweg mehr sah, weil er Leib und Leben um Leib und Leben gefürchtet hat. Nochmal, bei diesem wie heißt es? Noch meine Originalaufzeichnungen. Intentional Homicide in the First Degree äh, gilt auch, also sorry, die Selbstverteidigung, dass das aufgehoben wird, das Intentional Homicide in the First Degree, gilt auch dann, wenn du nur great bodily harm fürchtest. Du musst nicht davon ausgehen, der wird nicht gleich töten. Es reicht, wenn du davon ausgehst, der hat vor, mich übel zuzurichten und ich sehe keinen anderen Auswerk, Ausweg, als jetzt zu schießen. Im größeren Kontext sollte man vielleicht auch nochmal, äh, weil er halt immer verloren geht bei dem Scheiß ansprechen. Wie gesagt, hier wird eine Stadt in Schutt und Asche gelegt, alle haben ihren Scheiß verbarrikadiert, der Typ ist da, um das Geschäft von einem Familienangehörigen zu schützen und wird dann verfolgt. Das ist, also wenn das die Rahmenbedingungen sind, dann brauche ich fast nichts weiteres mehr wissen. Das ist quasi nur noch ein Sahnehäubchen oben drauf, um die Absurdität noch mal noch mehr auf die Spitze zu treiben. Ja, ja. Aber es gibt jetzt Neuigkeiten und das ist ungünstig für Kyle Rittenhouse, denn es ist ein Video aufgetaucht heute vor fünf Tagen, ähm, was ihn wohl nicht zeigen soll, aber er soll derjenige sein, der dort in diesem Video spricht. Und ne, weil ihr wisst, dass oder hoffentlich wisst, dass äh, uns es ist wichtig ist, die Wahrheit letztendlich zu präsentieren, möchte ich euch das nicht vorenthalten. Ich bin dadurch zu heute drauf gestoßen. Das hat keinen Zusammenhang mit der Kritik, die ich an Erwin geäußert habe. Aber das jetzt drinnen stehen würde, ich will diesen Rosenbaum töten. Das konnte ein Erwin unmöglich heute vor anderthalb Monaten wissen, als er in dem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, ungefragt achtmal von Rittenhaus angefangen hat. Ja? Aber es ist dieses Gespräch aufgetaucht, wonach. Äh, Rittenhouse, jemand anderem gesagt haben soll, it looks like one of them has a weapon, also die haben da irgendwelche Plünderungen beobachtet, ja. Und Rittenhouse sagt dann, äh, Alter, ich wünschte, ich hätte meine fucking AR dabei, äh, dann würde ich jetzt losballern. Hat er aber nicht dabei oder hat nicht losgeballert, ja, aber das hat ein 17-Jähriger, ich glaube 15 Tage oder so, ähm, bevor er dort vor Ort war, geäußert. Jetzt... Muss man natürlich klären. Der Typ war offensichtlich großer Fan der Polizei. Ja, also meine auch ich. Ich, ich, war, ich kann mich schlecht daran erinnern, als ich 17 war. Aber ich kann euch sagen, dass ich mit, mit 12, 13, 14 mir durchaus öfter mal vorgestellt habe, wie ich, ich wollte früher mal Polizist werden Ne, Wie ich halt, genauer genommen, wollte ich immer zum SEK. Ja, ich weiß noch, dass ich damals, kennst du noch die, ich weiß nicht, ob das, das war wahrscheinlich vor deiner Zeit, dass man früher diese fürchterlichen Schulbücher hatte, wo dann jeder Klassenkamerad irgendwas reingeschrieben hat? Wie er heißt, seine Hobbys. Mhm. Ja, mhm, klar. Und ich weiß ja, dass ich damals in eins dieser Bücher reingeschrieben habe. Also nicht eins, ja. Das sind alle reingeschrieben. Ja, aber ich weiß ja so ganz genau, weil ich damals von einer Klassenkameradin darauf angesprochen wurde, wieso ich denn da Sex reingeschrieben habe bei äh, Berufswunsch oder so ähnlich. Ja, und ich hatte halt eine Sauklaue. Da stand nicht Sex, da stand S-E-K. Das K sah halt ein bisschen scheiße aus. Ja, so. Jedenfalls, ich mit 12, 13, 14 Jahren habe mir natürlich öfter mal vorgestellt, wie ich ein Polizist bin und die krassen Garnoven, peng, peng, peng abballer. Ja, ob er deswegen jetzt losgezogen ist, um Leute zu töten, ich sag mal unwahrscheinlich. Wir haben ja. ja gesehen, wie er sich verhalten hat währenddessen. Und klar, reden ist da noch eine andere Geschichte. Das Grundgefühl kann doch jeder normale Mensch nachvollziehen. Die nehmen da die Städte auseinander, irgendein marxistischer Drecksmob. Und äh, ja, ja, natürlich, also ich mein, man würde sich auch wünschen, die Kavallerie kommt einfach an und äh, räumt da mal auf, aber es passiert ja nicht. Also, ich meine, das ist das Softeste, was ich mir auch vorstellen kann, äh, was man sich sagt in so einer Situation. Ja. Ja, aber der Vollständigkeit halber, ich wollte es trotzdem erwähnt haben, ob das deswegen jetzt keine Selbstverteidigung mehr war, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Ja, aber jetzt wisst ihr alles. Und zwar wirklich Stand heute vor fünf Tagen, glaube ich. 20. August, heute vor sechs Tagen. Äh, ich, das ist so krass, Alter. Ich kriege hier gerade einen Hinweis von Kragen hell. Ähm, vielen Dank, Kragen. Äh, 800 Zuschauer, mach mal Werbung für Twitch, das ist schon witzig. Also, ich glaube, so viele Zuschauer hatte ich, also zumindest wenn jetzt nicht gerade irgendwie fünf Leute zu Gast waren, noch nie. Freunde, ich bin recht regelmäßig, also einmal die Woche in der Regel, m, auf Twitch zu sehen. Äh, und da geht auch ein bisschen mehr ab hier mit, mit Soundboard und schöner Musik im Hintergrund und so weiter. Wir sind heute nur bei YouTube, weil ich hier Videos zeigen wollte. Für die ich bei Twitch möglicherweise Probleme bekommen würde. Ne? Ähm ich werde mal demnächst irgendwie so, so einen ähm Screen vorbereiten, wo ihr dann auch sehen könnt, hier ähm, t.me slash caspercarsten, so, wo ihr dann immer benachrichtigt werdet, äh, wenn ich auf Twitch äh, live bin. Weil je mehr Zuschauer, desto besser auch für Twitch. Das gefällt natürlich auch Twitch. Ne? Und je mehr ich da Schutz durch Zuschauer genieße, umso schwieriger wird das, mich von der Plattform zu bannen, weil jemand der Meinung ist, äh, per Netz.de und Scheiß melden zu müssen. So! Das war's, Schlomo. Wollt ihr noch was? Hier habe ich noch was. Achso, genau. Und ganz wichtig, das Video kann ich euch Wärmstens empfehlen. Das ist generell ein großartiger Typ. Der hat den Fall auch aufbereitet. Also ich kann das nicht besser als er. Ja, allein schon, weil der, der hat sein, sein Background ist in was ist es? Justice. Also... Wie heißt das? Strafrecht. Strafrecht irgendwas. Das ist ein Schlomo? Criminal Justice, Criminal Justice. Also, äh, der Typ ist äh, Strafrechtler in irgendeiner Form. Der ist kein Jurist, aber äh, ich glaube, der hatte damals mit der Polizei zu tun oder war aus oder irgendwie sowas. Und der hat auch den Fall Rittenhouse aufbereitet. Äh, ähm, natürlich kommt das im Ergebnis. Ich habe meine Information großteils von ihm. Aber auch, jetzt habe ich es alles schon zugemacht, ich habe mir auch die Meinung äh, der Verteidigung zum Beispiel ähm, hier vorhin vorgetragen, also ich hat mich da schon ein bisschen weiter schlau gemacht. Ähm, den kann ich auf jeden Fall euch wärmstens empfehlen. Damit sind wir durch. Ja, die, die, die typische Umdrehung, weil du gerade gefragt hast, ob ich noch irgendwas hatte, sind wir noch on. Ja klar. So ja, die typische Umdrehung kann man natürlich auch machen. Man stellt sich vor, einen Mob von Rechtsextremen randaliert durch die Straßen zu einem Punkt, wo man nur noch überall Sperrholz sieht, weil die Leute wissen, ansonsten machen die meinen Laden, mein Zuhause kaputt. Und äh, aus diesem Mob löst sich dann ein Typ, der jemanden, der da ist, um einen dieser Läden zu beschützen, und verfolgt diesen Typ, der ein Maschinengewehr bei sich trägt. Der läuft weg und dann in einer Situation, die ja nicht genau aufgenommen wird, löst sich dann ein Schuss bei dieser Verfolgungsjagd, die vom Rechtsextremen ausgeht, auf den Typ, der da ist, um den Laden zu schützen. Und also, wie gesagt, alles andere kann man selber im Kopf zusammenfügen. Äh. Ja. <laughs> Dieser Typ wäre ein Held. Dieser Typ würde ja. als äh, die Lichtgestalt durch die Medien gehen. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja. Also für alle, die es später eingeschaltet haben, äh, ich empfehle tatsächlich die Aufzeichnung nochmal, äh, weil ich dann auch noch mal den Rosenbaum etwas genauer vorstelle und sein aggressives Auftreten äh, schon bevor er damit Kai zusammengestoßen ist. Äh, Inklusive Vorstrafenregister und so weiter. Es passt alles zusammen wie ein wunderschönes Puzzle, dass Kyle Rittenhouse sich dort tatsächlich großer Gefahr ausgesetzt gesehen hat und als einzigen Ausweg seine Schusswaffe gesehen hat. Ich sage übrigens auch in Amiland, an dem Punkt, an dem sie jetzt sind, es hätte keine Anklage gegeben, in dem Fall, den ich gerade geschildert hätte. Das wäre fallen gelassen worden. Ich sehe das, was momentan juristisch passiert, genau wie bei dem Floyd-Fall. Äh, äh, ich habe ein gutes Beispiel für dich. Ashley Babbitt ist fallen gelassen worden. Die ist ah, ja, unbewaffnet durch ein Fenster in die Housechamber oder wollte durch ein Fenster unbewaffnet in die House-Chamber eindringen. Polizist, Polizist zieht Waffe schießt, Ashley Babbitt tot. Anklage fallen gelassen. Das Ding ist durch. Heute vor zwei Wochen oder so. Interessant. Mhm. Ja. Hier wird gerade nochmal im Live-Chat gefragt. Das war eine äh, Smith and Wess Wesson äh, AR-15 Nachbauer, ein halbautomatisches Gewehr. Gut, Schlomo, damit sind wir durch. Alles klar. Ja, gut, gehe ich gleich mal wieder an mein Video. Sollte noch ein paar Stunden brauchen. Wie gesagt, äh, ich bin jetzt vielleicht bei der Hälfte der Arbeit oder so. Vielleicht sogar ein bisschen weniger noch. Werde aber die Nacht durchhasseln und dann ist das Ding morgen draußen. Äh, wird um die Heute-Show gehen. Kann ich da einen 20-Minuten-Podcast draus machen? Ja, auf jeden. Da ist nicht viel Hass. Nice. Alles hast du auf die Musik geachtet? Nee, ne? Du warst noch nicht hey, bei ich noch gar Motion Array. Array. Also ich, bin, ich bin immer ja. noch im äh, Tonaufnehmen selber. Verstehe. Aber ich werde da irgendwas reinpacken, was kein äh, Copyright hat. Ja, denk dran. Im Zweifelsfall mich einfach anschreiben, hier mit Motion Array, wo du alles findest, mhm. ne? Gut. Schlomo hat übel Spaß gemacht. Alter, Mir 800 auch. Zuschauer. Wahnsinn, Alter. Ähm, cool. Dann, äh, ja, wir sehen uns am Sonntag, Schlomo. Alle Zuschauer sind damit auch gemeint. Wir alle sehen uns am Sonntag mit Clowny als Gast. Und nächster Stream wahrscheinlich Dienstag oder Donnerstag nächste Woche äh, zu 99% auf Twitch. Ihr Vater von zum Beispiel bei T.me slash Casparcast ähm, oder halt auf Twitch. Ne? Alles klar. Dann, mach's gut, Stomo. Ja, lasst euch nicht kratzen. Haut rein. Ciao, ciao.